Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser heutiger Gast heißt Petra Wild. Guten Tag, Frau Wild. Guten Tag. Frau Wild, Sie haben ein Buch geschrieben, ich lese den Titel mal vor. Apartheid, ethnische Säuberung in Palästina, der zionistische Siedlerkolonialismus in Wort und Tat. Die erste Frage an Sie, das ist natürlich ein sehr hartes Thema. War es leicht, einen Verlag für dieses Buch zu finden? Es war erstaunlicherweise leicht, ja, muss ich sagen. Ich habe das Buch geschrieben und dann habe ich das Manuskript 4 Verlagen angeboten. Also ich hatte im Internet mal so geguckt, wer käme in Frage. Habe es 4 Verlagen angeboten und bei 2 von ihnen dachte ich, ja, das könnte so klappen. Aber das waren eher marginale Verlage. Und erstaunlicherweise haben 3 von diesen 4 Verlagen sofort positiv reagiert innerhalb weniger Tage. Mhm. Und der 4. Verlag hat dann ein paar Wochen später auch noch reagiert und hat gesagt, sie können nicht so viele Bücher machen wegen ökonomischer Schwierigkeiten und eigentlich hatten sie die Liste schon zu, haben aber gedacht, bei meinem Buch machen sie doch noch mal eine Ausnahme, weil das neue Ansätze bietet. Mhm. Und dann haben sie das hin und her überlegt und schließlich dann doch dagegen entschieden, aber sie wollten mir das noch mal mitteilen. Und ich fand das schon bemerkenswert, dass eigentlich alle vier Verlage positiv reagiert haben. Und dann hat sich das so ergeben mit dem österreichischen Verlag, der durchaus auch Mainstream ist, also nicht so ein marginaler Verlag. Sie sind jetzt bei einem Wiener Verlag? Ja, Promedia. Was sind Sie vom Beruf, wenn Sie keine Autorin sind? Was würden Sie beim Arbeitsamt theoretisch angeben? Ich bin Islamwissenschaftlerin. Das heißt, Sie sprechen Arabisch, Hocharabisch und lesen jeden Tag die arabische Presse. Ja. Sie wissen, worüber Sie sprechen, weil Sie verstehen auch den Araber oder die arabische Bevölkerung. Ja, und ich mache das auch schon sehr lange. Das heißt, ich beobachte diese ganze Situation und Entwicklung schon seit mehr als 30 Jahren. Da kriegt man einen anderen Blick auch auf die Dinge, als wenn man mal kurzfristig sich eben was anliest. Mhm. So, ich begleite das schon sehr lange. Und Sie haben die Länder ja auch teilweise bereits. Teilweise, ja. Länger da gelebt. Okay. So. Wie lange haben Sie denn an diesem Buch geschrieben? Das Buch ist nicht so dick, aber es ist ein aufregendes Buch, wenn man sich für Politik interessiert, weil es einen aufregt tatsächlich, auch zum Teil zornig macht, obwohl es hinten eine positive Option gibt. Wie lange haben Sie an diesem Buch geschrieben? Weil das Buch ist sehr aktuell, greift aber auch weit zurück. Ja. Wie war das? Das ist so schwer zu beantworten, weil das ein Prozess in mehreren Phasen war. Also an Palästina bin ich eigentlich immer dran und verfolge es kontinuierlich so. Mhm. Dann hatte ich das Projekt Ein-Staat-Lösung. Also darüber wollte ich eigentlich schreiben. Das habe ich mitgekriegt nach dem Gaza-Krieg, dass das verstärkt diskutiert wird. Mhm. Dann hat mich das so begeistert, dass ich eigentlich darüber ein Buch machen wollte. Dann habe ich Texte übersetzt. Diese klassische Ein-Staat-Lösung. Ein demokratischer Staat. Demokratischer, säkularer Staat auf dem Boden des historischen Palästinas, wo Juden, Christen, Muslime, Drusen und so weiter auf der Basis von gleichen Rechten und gemeinsamer Staatsbürgerschaft zusammenleben. Mhm. So, die Diskussion ist alt und gleichzeitig sehr neu, da hat sich sehr viel getan. Und nach dem Gaza-Krieg kam das verstärkt in die Öffentlichkeit. Und wie gesagt, mich hat das so begeistert, dass ich dachte, oh ja, darüber mache ich ein Buch. So, dann war aber klar, ich kann nicht über die Lösung schreiben, wenn ich vorher nicht das Problem benenne. So. Dann wollte ich schreiben über Apartheid und Ein-Staat-Lösung. Also Apartheid als das Problem begrifflich fassen. Und habe dann aber gemerkt im Rahmen meiner Studien, Apartheid trifft es nicht so richtig. Dann habe ich es wieder liegen lassen. Mhm. Also das Ganze hat 2010 angefangen, dann habe ich es wieder liegen lassen. Habe mich mit anderen Sachen beschäftigt. Dann kam auch der Aufstand in Ägypten und im Jemen und in anderen Ländern. Dann war ich damit beschäftigt. So. Und 2011 habe ich wieder das Buch aufgegriffen und dann kam ich so auf diesen Begriff Siedlerkolonialismus, also so im Zuge meiner Auseinandersetzung und habe das dann konsequent daraufhin untersucht. Mhm. Und das war dann so die Klammer für das Buch. Mhm. Und da konnte ich diese ganzen Ansätze zusammenbringen und diese Ein-Staat-Lösung am Schluss dann eben behandeln. Nicht als Thema des ganzen Buches, sondern als ein Kapitel in dem Buch. Mhm. In diesem Buch geht es ja auch um die ethnischen Säuberungen. Wir werden darüber sprechen. Wir gehen ganz weit zurück, 48, die Nakba und vielleicht auch schon die Zeit davor, damit man das Ganze erkennen kann. Es ist ein sehr komplexes Problem, würde ich es nennen, sondern es ist Teil auch der europäischen Geschichte, die ja kolonial dort, die Briten haben damit sehr viel zu tun, die Deutschen haben damit zu tun, die Amerikaner haben natürlich heute damit viel zu tun. Es gibt viele Bücher über die ethnischen Säuberungen. Die Standardbibel auf diesem Gebiet kommt natürlich von Ilan Pape, ethnische Säuberung Palästinas, das ist klar. Das findet sich auch in ihrem Titel wieder. Dann haben sie sich aber auf Kolonialismus in Verbindung mit Apartheid konzentriert. Das war für mich auch so ein Türöffner. Ich habe mich noch auch intensiv natürlich damit beschäftigt, aber ich habe nie jemanden getroffen, der das so wie Sie wirklich rausmeißelt und damit quasi das Bild wirklich klar legt. Das ist es eigentlich. Das ist das, was hier der Kern des ganzen Problems ist.
Mich hat das gewundert. Wundert Sie das auch, dass noch niemand das aus dieser Sicht Kolonialismus in Verbindung mit Apartheid beschrieben hat, was sich dort auf dem historischen Palästina abspielt? Dass das noch nie jemand beschrieben hat, trifft ja nur für den deutschsprachigen Raum ja, zu. Meine ich. Ja. Also in der arabischen Welt war das von Anfang an klar, dass Zionismus ein koloniales Phänomen ist. Also die ägyptische kommunistische Partei hat schon 1922 eine Analyse dazu gemacht. In den 60er Jahren haben Palästinenser angefangen, über Siedlerkolonialismus zu schreiben, also diese Analyse so zu machen. Auch ein ägyptischer Wissenschaftler hat das so gemacht. Und das wurde halt in Europa, in der westlichen Welt allgemein nicht aufgegriffen. So bis auf die letzten Jahre, also so ab 2006. Von australischen Kolonialismusforschern wurde das aufgegriffen. Siedlerkolonialismus, Zionismus als Siedlerkolonialismus. Das ist eine neue Richtung, die da eingeschlagen wurde. Das heißt, man ordnet das zu. Ja, man ordnet das zu. Also so ist, es gibt innerhalb der Kolonialismusforschung diesen neuen Zweig Siedlerkolonialismusforschung. So seit den 90er Jahren hat sich das entwickelt. Und in dem Rahmen wird dann eben auch Israel mit einbezogen. So, also USA, Australien, Neuseeland, Kanada, Israel. Staaten, die ähnlich agiert haben. Ja, ja, und eine ähnliche Geschichte und eine ähnliche Struktur haben. So. Und das setzt sich in einigen Kreisen doch jetzt durch, dass Israel so analysiert wird. Das ist aber nur von kritischen Kolonialismus- und Genozidforschern in einigen Ländern. Das ist noch nicht Mainstream und in Deutschland ist es noch gar nicht angekommen. Aber Deutschland ist in dieser Hinsicht sowieso extrem rückständig. So. Dann geht es aber noch weiter. Es gab 2009 während des Gazakriegs eine öffentliche Stellungnahme von Genozidforschern, eine Gruppe von Genozidforschern, die gesagt haben, sie warnen vor der Richtung, die die israelische Politik gegenüber den Palästinensern einschlägt. Sie benennen die israelische Politik oder den Zionismus als Siedlerkolonialismus. So. Und sie sagen, für sie als Genozidforscher geht schon immer ein rotes Licht an, so eine Warnlampe, wenn irgendwo Siedlerkolonialismus besteht. Das kam aus dem Mainstream, also von Leuten, die von Berufswegen sich damit beschäftigen. Das fand ich erstaunlich und was Neues. Dann geht es noch weiter. 2011 gab es in London an der School for Oriental and African Studies eine Konferenz zu dem Thema Zionismus und Siedlerkolonialismus. Also langsam breitet der Begriff sich doch aus. So. Nur Deutschland ist da extrem rückständig. Und ich dachte, ich gucke mir das jetzt mal an. Was ist denn schon alles dazu gesagt worden? Ja. So, habe das mal zusammengetragen. Mir hat das total eingeleuchtet. Ich fand diesen Begriff Siedlerkolonialismus auch den Schlüssel. Also um diese ganzen Phänomene mal auf den Punkt bringen zu können und in den Zusammenhang bringen zu können. Weil diese Begriffe schwirren ja relativ unverbunden rum. Die einen sagen Apartheid, die anderen sagen ethnische Säuberung, die dritten sagen Ethnokratie. Das ist auch ein Teil dieses Aspekts, das muss man dazu sagen. Ja. Aber das ist so das gesamte Schloss, ich sage, wenn man ein bisschen mehr Abstand, dann man sieht immer nur die einzelnen Zimmer und sie gehen weiter und sagen, es ist Teil eines Hauses, in dem andere ähnliche Zimmer besetzen und da oben drüber steht eben Siedlerkolonialismus. Ja, so ähnlich. Ja, so ähnlich. Bei Ihnen also fällt ja auch der Name oft, oder Sie ziehen ja auch oft Albert Memmi, der auf diesem Gebiet ja, glaube ich, auch eine Koryphäe ist. Das heißt, bei Ihnen war das auch nicht von Anfang an so geplant, sondern während des Prozesses haben Sie plötzlich gemerkt, ich muss mir nur anschauen, was da schon da ist und versuche dann noch eine andere Sicht hinzuzufügen oder das einzubetten. Lassen Sie uns mal ganz vorne anfangen. Um was geht es auf dem Gelände des historischen Palästinas seit 1948, vielleicht schon davor, Stichwort Nakba? Man muss davor anfangen. Die Nakba ist ja schon das Ergebnis von einer bestimmten Entwicklung, die lange vorher angefangen hat. Also meine These ist ja, dass die ganze Auseinandersetzung in Palästina eine Auseinandersetzung ist zwischen europäischem Siedlerkolonialismus und einheimischer Bevölkerung. So. Und also das geht zurück eigentlich aufs 18. Jahrhundert. Napoleon Bonaparte war der Erste, der 1799 während seines Ägyptenfeldzugs angeregt hat, dass doch die jüdische Minderheit nach Palästina gehen solle, um sich da niederzulassen unter französischem Schutz. Das hatte einen politischen Grund. Ja, es hatte einen politischen Grund, also geostrategische Interessen. Und das war immer klassische europäische Kolonialpolitik, religiöse Minderheiten zu funktionalisieren für ihre Interessen. Also da haben wir dort einen Fuß in der Tür. Ganz genau. Und können die dann beschützen, dann brauchen die Truppen das, was wir heute ganz auch haben. Ganz genau, genau. Also so alt ist das schon. So alt ist das. Also 1799 hat Napoleon Bonaparte das angeregt. So. Dann die Briten, britische Kolonialmacht, das war ja die größte weltweit, die haben in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts diskutiert. Und die zionistische Bewegung kam dann Ende des 19. Jahrhunderts und hat im Grunde das aufgegriffen, was so an Diskussionen schon da war. Also der Zionismus war
Einerseits zwar eine Reaktion auf die zunehmende Verfolgung von Juden in Europa oder zunehmenden Assimilationsdruck und gleichzeitig auch ein Ausdruck von diesen kolonialen Strömungen dieser Zeit. Ja. Also Theodor Herzl selber hat ja schon den westlichen Kolonialmächten versprochen, dass der Zionismus Vorpostendienste für den Westen leisten würde in Palästina. Er hat ja gesagt, wir könnten dann Teil des europäischen Walls gegen die asiatische Barbarei sein. Ja. Und das ist klassisch dieser koloniale Blick. So. Und dann gab es dieses Bündnis, also zwischen zionistischer Bewegung und britischer Kolonialmacht. Da sind wir bei Balfour. Bei Balfour-Deklaration, so 1917, da bestand eine gemeinsame Interesse, also eine gemeinsame Identität von Interessen und die gingen dann das Bündnis ein und Großbritannien hat ja dann am Ende des Ersten Weltkriegs Palästina militärisch erobert und besetzt. Das hieß ja damals, dann, war ja Teil des Osmanischen Reiches noch. Genau, ne, die haben das dann besetzt und haben dann als europäische Kolonialmacht das Land einer Bevölkerung, einer anderen europäischen Kolonialbewegung übergeben. Mhm. Also klassisch Kolonialismus. Die einheimische Bevölkerung kam darin überhaupt gar nicht vor. Ja, zu dem fremdes Land an Menschen verschenkt, die dort gar nicht zu Hause sind. Ja, genau. Mhm. Also so Europäer haben was an Europäer verschenkt, was eigentlich nicht Europäern gehört hat. Mhm. So. Und zu diesem Zeitpunkt lebten ungefähr 1 Million Palästinenser in Palästina. Darunter ein paar Prozent Juden auch. Die haben da immer gelebt. Mhm. So. Aber sie waren weder die einzige Religionsgemeinschaft noch die vorherrschende. So. Und wenn ich kurz reingrätschen darf, man hat aber friedlich zusammengelebt. Auch die Christen, die verstanden sich als Palästinenser. Ja, ganz genau. Mhm. Also das muss man sich auch mal vergegenwärtigen. Palästina hat ja eine sehr lange Geschichte. Also die geht ja auf mindestens 7000 Jahre zurück. Das war immer ein Schnittpunkt, also von der strategischen Lage her, zwischen dem arabischen Osten und dem arabischen Westen. Und es war immer so ein Schnittpunkt von verschiedenen Zivilisationen, Kulturen, Religionen, Sprachen, die sich da getroffen und gemischt haben. Mhm. Also Kanaaniter waren da, Ägypter waren da, Assyrer, Babylonier. Es hat sich da immer alles gemischt. Und es kann also nicht die Rede davon sein, dass Jerusalem zum Beispiel eine 7000 Jahre alte jüdische Geschichte hat, sondern da waren alle. Und die jüdische Geschichte hat wahrscheinlich den kleinsten Teil dort geprägt. Ja, genau. Mhm. So, ganz genau. Also dieses, was die zionistische Bewegung dann gemacht hat, war die Geschichte zu monopolisieren. Mhm. Also so und einen exklusiven Anspruch daraus abzuleiten. Also alle anderen Teile der Geschichte völlig auszublenden oder sogar zum Verschwinden zu bringen. Und zu kann sagen, man das vergleichen? Wir haben eine Ideologie, was weiß ich, wie die Kreationisten vergleiche ich das mal, und dann passen wir das, wir passen die Evolution, darwinische Evolution, passen wir so an, dass sie zur Bibel passt. Kann man das so sagen? Kann man schon vergleichen, kann man schon vergleichen. Also es ist eine Ideologie. Es ist eine Ideologie oder so. Shlomo Sand, der dieses wichtige Buch geschrieben hat, The Invention of the Jewish People, der sagt ja auch Myth History, also so eine, also im Grunde Mythen als Geschichtsschreibung. Mhm. Und das sagen ja auch kritische Israelis, dass die Bibel, die wird als Geschichtsbuch tatsächlich angesehen. Ja. Also die israelische Armee hat eine Aufstellung der Geschichte gemacht, angelehnt an der Bibel. Ne? Da gibt es dann genaue Daten dafür, also wann die Juden Kanaan erobert haben und so weiter, wann der Exodus aus Ägypten war und so weiter und so weiter. Das sind Mythen. Also so. Das heißt, die Bibel wird dort als Beweisschrift genommen? Ja. Mhm. Ja. Wie würden Sie in einfachen Worten Zionismus heute beschreiben? Ist das eine Form von Rassismus? Ich denke, oder kann man das nicht über den Zionismus sagen, weil man unterscheiden muss, vielleicht noch im Zionismus selbst? Ich denke, Zionismus ist Rassismus, greift zu kurz. Ich würde Zionismus beschreiben als eine europäische Kolonialideologie und Struktur. So, also Fortsetzung der europäischen kolonialen Tradition. Und Rassismus ist natürlich notwendiger Bestandteil da drin. Warum? Also weil alle kolonialen Bewegungen notwendigerweise rassistisch sind. Also das ist ja immer verbunden mit diesem Gefühl oder mit dieser Ideologie der zivilisatorischen Überlegenheit. Mhm. Also so, das war ja auch die zionistische Bewegung von Anfang an und bis heute. So, also wie Ben-Gurion das gesagt hat, es gibt da ein paar hunderttausend Nigger, die keine Bedeutung haben. So, das hat er gesagt, bevor der Staat gegründet wurde. Und dieselbe Ideologie ist ja im Grunde heute noch da. Und das haben ja alle Kolonialmächte gehabt. Frankreich, Großbritannien, Holland in Indonesien. Es ist immer dieser Blick auf die Nicht-Weißen und Nicht-Europäer als nicht ganz vollwertige Menschen. Ne? Mhm. Und dann auch diese Parolen oder diese Rhetorik Terra Nullius, also das Land war menschenleer, bevor die Siedler kamen. Also die dort Kultur hinbringen, weil das, was wir gebracht haben, also was ich sage schon mal wir, das, was dort gebracht wurde, ist letztendlich Zivilisation.
Generation, alles, was vorher da schon da war, da war vielleicht schon Leben, aber es sind gar keine richtigen Menschen. Ganz genau. Also werten wir es nicht. Ja, genau. Also aber das mit Terra Nullius geht noch drüber hinaus. Also das gesagt wird, das Land war menschenleer, weil die, die da vorher waren, waren halt keine richtigen Menschen. Meine ich, die sind gar nicht zu zählen. Ja. Und wir sind die Ersten da. Und darum diese ganzen Parolen von Zionisten, ein Land ohne Volk für ein Volk ohne Land, da steckt genau dieser Blick dahinter. Also dass da gesagt werden konnte, es war kein Volk da, obwohl die wussten, da lebten Einheimische. Aber das war halt, das waren halt so drittklassige, also nicht wirkliche Menschen. Also deswegen musste man die nicht zählen. So. Mhm. Das lässt sich ja nur mit einem gewissen Fanatismus auch durchziehen, dieser Zionismus dann. Naja, ich meine, diese Art von ungerechten, unrechten Ideologien und Praktiken, das setzt immer voraus so eine Verblendung des Denkens. Mhm. Und so Kolonialisten bringen sich natürlich auch immer in eine schwierige Situation, weil sie immer von einheimischen Widerstand kriegen. Und das erzeugt dann so eine bestimmte Struktur, die klar fanatische Züge hat. Das kann schon sein. Aber das ist typisch so für so einen Kolonialismus. Da muss ja gerechtfertigt werden. Ne? Mhm. Also jeder Siedler muss ja für sich rechtfertigen, warum er in diesem Land ist und warum das okay ist, die einheimische Bevölkerung zu vertreiben, zu entrechten, zu massakrieren. Und, Was ich erstaunlich finde, in Ihrem Buch wird es klar beschrieben, weil Sie auch sofort immer auf den Punkt kommen in jedem Kapitel, dass das historische Palästina ein Zielort sein würde für den politischen Zionismus. Das war gar nicht von Anfang an klar. Also die Zionisten damals in Basel wären auch nach Argentinien gegangen oder glaube ich in Uganda, nach Afrika. Können Sie das mal erläutern? Auch die Zionisten, als sie ihren ersten Kongress in München machen wollten, waren da nicht gern gesehen und die einheimischen Juden haben gesagt, hier nicht, deswegen sind die nach Basel gegangen. Das, was heute verkauft wird, dass alle Juden für die Zionisten stehen und umgedreht, das war damals der sehr aufgeklärten, intelligenten jüdischen Bevölkerung völlig klar, dass das irgendwelche Extremisten sind. Vergleiche ich mal, man kann auch nicht sagen, alle Scientologen sind Amerikaner, sondern so ähnlich. Es ist eine Splittergruppe, die mit merkwürdigen Ansichten kommen und eigentlich unsere Errungenschaften komplett verderben. Können Sie das mal erklären? Ja, das ist so, der Zionismus hatte innerhalb der jüdischen Bevölkerung in Europa in den ersten Jahrzehnten nur eine ganz marginale Position. Die Mehrheit der Juden war dagegen. So, die fanden das, also wie Sie sagen, so eine völlig abseitige Idee. Und also tatsächlich hat der Zionismus sich dann erst durchsetzen können im Gefolge des Holocausts. Also viele von den jüdischen Leuten sind ja vernichtet worden, es blieben so viele nicht übrig und es gab ein Vakuum und da rein konnten sie dann und sich so durchsetzen. Mhm. So erklärt sich auch die Verbindung von politischen Zionisten mit den Faschisten unter Hitler. Gab es ja auch ein Transferabkommen nach dem Motto, das, was im Moment in Europa passiert, so brutal das ist, wenn es dafür sorgt, dass die europäischen Juden endlich nach Palästina gehen, ist uns die Sache recht. Das darf ja auch nicht offen diskutiert werden. Wie auf welchem Schachbrett hier auch gespielt wird oder wer auf welchem Schachbrett hier wie mit wem spielt. Ja, ich denke, Palästina ist auch deswegen so eine brisante Frage hier, weil daran alle ungelösten Fragen der europäischen Geschichte sich erneut stellen. Also ich denke, es gibt drei Problemfelder. Das eine ist Kolonialismus. Das hat Europa nie wirklich aufgearbeitet. Mhm. Also Deutschland, Völkermord an den Herero und Nama in Namibia. Ja. So ist das mal hier groß thematisiert worden. Haben wir ein Museum, haben wir Gedenktage. Also das gilt allgemein für Europa. Das ist nicht aufgearbeitet worden. Bei den Franzosen auf gar keinen Fall? Ja, überall. Ja. Ne? Also und ich denke an Palästina, ist das eine der Konfliktlinien, die an Palästina zusammenläuft. Die zweite Linie ist Antisemitismus und Holocaust. Ich denke, das ist nicht wirklich aufgearbeitet, nicht in der richtigen Weise aufgearbeitet. Mhm. Und der dritte Punkt ist das Verhältnis Orient-Okzident. Das ist auch nicht wirklich aufgearbeitet. Mhm. Da werden ja dieselben Stereotype und Stigmata, die noch aus der Zeit der Kreuzzüge stammen, die werden ja zum Teil bis heute ungebrochen weiter lanciert. Und das kommt alles zusammen am Punkt Palästina. Diese ganzen problematischen Seiten der europäischen Geschichte. So, und deswegen ist es, denke ich, auch so schwierig, sich damit zu beschäftigen. Mhm. Frau Wild, lassen Sie uns ins Jahr 48 gehen. Die Nakba. Was ist die Nakba? Was passierte 1948? Die Nakba. Nakba ist das arabische Wort für Katastrophe. So nennen die Palästinenser das, was passiert ist. Und das war die breitflächige ethnische Säuberung Palästinas. Es sind drei Viertel der Bevölkerung
aus dem Gebiet vertrieben worden, das dann zu Israel werden sollte. Also das ist heute dieses Gebiet innerhalb der grünen Linie. Und insgesamt die Hälfte der Bevölkerung aus dem ganzen historischen Palästina. So, das Ganze hat schon angefangen 1947. So, die Hochphase war dann 1948. Das waren ungefähr 750.000 Menschen, die vertrieben worden sind. Und das war faktisch natürlich die Zerstörung der palästinensischen Gesellschaft. Das muss man sich auch mal klar machen. Damit ist sie auseinandergerissen worden, aus ihrem Land vertrieben worden. Und seitdem bilden die Palästinenser die größte Flüchtlings-Community, die es gibt. Und auch die, die am längsten existiert. Mhm. Also die sind seit über 65 Jahren Flüchtlinge. Mhm. Heute sind sie angewachsen auf ungefähr 6,5 Millionen, also die Flüchtlinge und ihre Nachkommen. Mhm. Diese Vertreibung, war das Teil einer Roadmap? Ja, natürlich. Also von Anfang an war Gewalt als nicht letztes, sondern das Mittel, was auf jeden Fall benutzt wird, von Anfang an Teil dieser zionistischen Ideologie. Natürlich. Am Ende werden wir das tun. Ja, und heute heißt es immer, am Ende griff man zur Gewalt. Sie sagen, es war Teil einer Planung. Es ist praktisch wie ein Abarbeiten eines Drehbuchs. Ich denke, das liegt im Wesen der Sache. Also wenn eine europäische Bewegung in ein Land geht, das schon bewohnt ist, und Palästina war weitgehend bevölkert und auch kein rückständiges Land, wie das hier manchmal so lanciert wird, sondern hatte durchaus eine entwickelte Stadtkultur, ein entwickeltes kulturelles, intellektuelles Leben. So. Es gibt sogar Filmmaterial aus Jerusalem zum Beispiel, das sieht aus wie ein bisschen wie ein Leben wie in den 20er Jahren in Berlin. Ja, also das kann nicht von Leer die Rede sein. Also zum Teil Hochkultur, man sieht da wirklich. Ja. So, und wenn da eine europäische Bewegung kommt und den Anspruch erhebt, das ist aber unser Land, so, dann gerät das zwangsläufig in Konflikt mit dieser einheimischen Bevölkerung. So. Und die zionistische Bewegung hat ja von Anfang an formuliert, Palästina als jüdischen Staat. So. Und das musste in Konflikt geraten mit der einheimischen Bevölkerung. Die hatte da drin keinen Platz. Mhm. Was dieser Israel Zangwill zu Beginn der zionistischen Kolonisierung formuliert hat, ein Land ohne Volk für ein Volk ohne Land. So. Das war im Grunde nicht... das war im Grunde nicht die Vorstellung der Zionisten, dass da kein Volk sei, sondern es war im Grunde die Formulierung des Programms der Zionisten. Also dafür zu sorgen, dass das Land ein Land ohne Volk wird, mhm. damit dann also so da ein jüdischer Staat errichtet werden kann. Was ist für Sie denn ein jüdischer Staat? Also so dieses, was Chaim Weizmann gesagt hat, ne? Also auch so in den 20er Jahren, Palästina soll so jüdisch werden, wie England englisch ist. Das formuliert genau diesen Anspruch, die einheimische Bevölkerung zu ersetzen durch die eingewanderte Siedlerbevölkerung. Ja. Und das ist genau auch der Kern des Siedlerkolonialismus. Da geht es darum, die einheimische Bevölkerung zum Verschwinden zu bringen und zu ersetzen durch Europäer oder Europäisierte. Sie sagen ersetzen, was natürlich auch zeigt, man kann als Araber, der heute dort geboren wird, nie jüdisch werden, weil man ja als Araber geboren ist. Man kann ja seine Ethnie nicht ändern. Das heißt, man wird nie Zugang zu diesem jüdischen Staat haben, weil man eben kein Jude ist. Ja, also ich wollte noch mal zu dem Punkt, den wir vorher hatten, was ergänzen, so von wegen, dass es in der Natur der Sache liegt, diese ethnische Säuberung. Die zionistische Bewegung hat schon seit den 30er Jahren dann Transferkomitees eingesetzt, also Kommissionen, die untersuchen sollten, wie das bewerkstelligt werden kann, dass die einheimische Bevölkerung vertrieben wird. Also das war für alle zionistischen Fraktionen eigentlich klar, dass es ohne das nicht geht. Mhm. Und konsequenterweise, als dann der Staat Israel gegründet worden ist, am 15. Mai, nachdem ein großer Teil der Bevölkerung vertrieben war, ist das der Staat, der da errichtet worden ist, tatsächlich zwangsläufig auch ein ethnokratischer Staat geworden. Das ist jetzt das, was Sie eben angesprochen haben. Ethnokratisch heißt, es herrscht eine Ethnie über eine andere. Jetzt ist das natürlich ein bisschen schwierig, weil Judentum ist ja erstmal eine Religionsgemeinschaft. Das führt dann manchmal so zur Verwirrung. Mhm. Ne? So kann man sagen, Ethnokratie, wenn es doch eine Religion ist. Und ich denke, wir müssen ausgehen von dem, was das zionistische Selbstverständnis ist. Und im Zionismus wird Judentum als Ethnie, also als Volk, als Nation definiert. Und dementsprechend heißt jüdischer Staat, also Staat aller Juden und nur der Juden, in so einem Verständnis von Exklusivität, nur der Juden. Dann sind nach der ethnischen Säuberung 1948 150.000 Palästinenser innerhalb der grünen Linie zurückgeblieben. So. Die sind dann unter Militärherrschaft gestellt worden und in Ghettos tatsächlich eingesperrt worden und ausgeschlossen worden aus diesem
Staat Israel. Mhm. So. Und ein Regierungsberater hat damals gesagt, sie haben sich entschieden, bewusst für eine Politik der getrennten Entwicklung. So. Und das liegt aber auch in diesem Selbstverständnis. Also so ein jüdischer Staat, exklusiv definiert, kann natürlich keine Nicht-Juden einbeziehen. So, dann ist es kein exklusiv jüdischer Staat mehr. Mhm. Und diese ganze Struktur des Staates und die Situation der Palästinenser innerhalb der grünen Linie spiegelt das wider. Die werden konsequent ausgeschlossen und systematisch institutionell diskriminiert. Mhm. Deswegen wird ja auch gesagt, es ist ein Apartheidsregime auch innerhalb der grünen Linie gegen die Palästinenser. So. Mhm. Nicht so scharf, nicht so brutal wie in Südafrika damals, aber von der Struktur her doch. Genau das. Mhm. Und das ist, und genau, was ich auch sage, ist so, Apartheid ist immer Teil von so einer siedlerkolonialistischen Herrschaftsstruktur, zwangsläufig. Mhm. Weil es gibt immer diesen Ausschluss und diese Trennung von der einheimischen Bevölkerung. Die gehört nicht dazu und die hat keinen Platz. Mhm. Also, ja. Ich möchte nochmal auf, weil Sie gerade von Südafrika gesprochen haben, wenn man das, was Sie jetzt sagen, so formuliert, das ist ja etwas, was man als Vorwurf dann sofort ihnen vorwerfen kann, das stimmt gar nicht. Das wird von der jüdischen Bevölkerung oder vom israelischen Staat gar nicht so gesehen. Ich finde erstaunlich, in dem Buch kommt raus, dass die Gründer des Staates, die ja anfänglich auch in vielen Terrororganisationen waren, die auch den Staat herbeigebombt haben, bei Irgun oder Stern Gang zum Beispiel, die später dann eben auch in hohe politische Ämter gekommen sind, Menachem Begin zum Beispiel, dass die von Anfang an gar kein Hehl daraus gemacht haben, dass sie genau das wollen. Das wurde ja auch auf den verschiedenen Kongressen, das kann man sogar nachsehen, es gibt ja Filmmaterial darüber. Also sie saugen sich das gar nicht aus den Fingern, sondern das sind Originalzitate, sogar in Filmen. Man kann sich das mit Ton, kann man sich doch angucken. Ich finde, das wird auch, wenn man sagt, das waren alte Männer, die waren damals so und vielleicht war das anders gemeint. Auch moderne Historiker, Benny Morris zum Beispiel, der in ihrem Buch oft vorkommt, der hat ja, also wenn man ihn damit konfrontiert, Gewalt, sagt er, ja, man kann kein Omelett machen, ohne Eier zu zerschlagen. Das war so ein Benny Morris Zitat, wo ich dachte, was ist mit ihm denn los? Und der Mann wird aber dafür geliebt in dem Land. Warum ist in Israel und in Deutschland diese hohe Verdrängungsleistung, dass das, was aktuelle jüdische Historiker, auch Politiker äußern, dass man das nicht gehört haben will? Weil die machen ja gar keinen Hehl daraus. Die sagen, ja, ist so. Ja, wenn man das aber dann zitiert, sagt, das haben die nicht gesagt. Ja. Warum und dann ist das verschwinden so? Die Artikel von Haaretz-Seiten wieder, wenn die so brisant genau. sind. Genau, warum so. Ist ja, das ja. so? Oh, warum ist das so? Also es gibt ich glaube, man muss sagen, es gibt ein gewisses pathologisches Verhältnis so in Deutschland in Bezug auf Israel. Mhm. Also da spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Also das eine ist sicher diese permanente Desinformation und Manipulation. So, das spreche ich ja in meinem Vorwort an, dass so ein Schleier über diese ganze Sache gelegt wird oder so eine bestimmte mentale, intellektuelle Konditionierung stattfindet. Wir haben alle eine Brille aufgesetzt gekriegt, durch die wir diesen Konflikt uns ansehen. Ne? So, mhm. Also so diese Verbindung zum Holocaust wird hergestellt, dann wird immer Israel als der Staat der Opfer gesehen, dann wird so so appelliert an diese Schuldgefühle, dass man nicht so genau hinguckt, lieber nicht so genau hinguckt und lieber sich nicht dem stellt, was da tatsächlich passiert, weil man nicht in schwierige Situationen geraten möchte. Frau Wild, weil wir gerade die Nakba angesprochen haben, 1948, da die 47, 48, die große Vertreibung. 1967, der Sechstagekrieg, war das der zweite Teil der Nakba, also das, was man 48 nicht geschafft hat, dass man gesagt hat, gut, das machen wir jetzt, muss man auch so jetzt in den Gaza-Krieg das alles sehen, die weiteren Schritte in die totale Vertreibung? Ich denke, es ist richtig zu sagen, 67 war die konsequente Fortsetzung von 1948. Mhm. So. Das haben ja israelische Politiker und Militärs auch so geäußert oder auch die israelische Bevölkerung hat das so gesehen, dass es falsch war, 1948 nicht weiterzugehen in der territorialen Expansion. Und 67 ist dann die Aneignung des historischen Palästinas vervollständigt worden. Und das war in den zionistischen Planungen eigentlich immer so gedacht. Also dass so das Mindestterritorium für Israel sollte schon das historische Palästina sein. Dieses Eretz Israel. Ja, heute. Mhm. Also so zum Teil gingen die Vorstellungen ja noch darüber hinaus. Mhm. Oder bei so rechten Zionisten ist das bis heute so drin, dass Jordanien zum Beispiel auch noch dazu gehört oder so. Und mit diesem, also so Siedlerkolonialismus heißt zwangsläufig ja auch Expansion. So, es muss immer weiter das Territorium ausgeweitet werden, weil Siedlerkolonialismus heißt, es kommen immer mehr Einwanderer oder es sollen auf jeden Fall immer mehr Einwanderer kommen und es müssen immer weiter Ressourcen und Land von der einheimischen Bevölkerung angeeignet werden, um es dann den Einwandernden neuen Siedlern zur Verfügung zu stellen. Mhm. So, das ist das eine. Und das andere ist, dass so für das Selbstverständnis von so einer Gesellschaft ist Expansion auch wichtig, weil
die sehr fragmentierte Gesellschaften sind, die werden durch wenig zusammengehalten, außer das koloniale Projekt. Und um so eine gemeinsame Identität herzustellen, ist es wichtig, so einen bestimmten Pionier-Ethos zu haben. Also Also zu wer der sagen, Cowboy in Siedlung, Israel, gibt es da sogar Werbung. ja genau, Negev, also so diese, also wer der Cowboy und bring die Wüste zum Blühen und diese Sachen, das ist total wichtig, damit es eine gemeinsame Identität gibt. Aber da sind wir ja sehr tief in der Soziologie. Das heißt, so ein Staat muss ja quasi immer eine Art Konflikt oder einen Kriegszustand beibehalten, damit man das, was das zusammenschweißende Moment ist, als das Wesentliche. Ich denke auch, dass die Kriege, die israelischen Kriege gegen die Palästinenser und andere arabische Länder, dass die immer so eine große Zustimmung finden in der jüdisch-israelischen Bevölkerung, hat, glaube ich, auch genau den Grund. Also das sind so Situationen, wo die israelische Bevölkerung mal zusammensteht. Und viele jüdische Israelis leiden schon darunter, dass es eigentlich insgesamt so einen mangelnden Zusammenhalt in dem Land gibt. Und in Kriegszeiten gibt es den. Und deswegen, glaube ich, ist das ein Grund, warum. Warum gibt es den nur in Kriegszeiten? Ich meine, es gäbe doch an, ist, man kann ja auch sagen, ein wesentliches Moment, was die Bevölkerung zusammenhält, was auch immer wieder aktiviert wird mit Auffrischung, ist immer der Holocaust. Immer der Holocaust. Das Ja, eint die natürlich Leute das auch. auch. Aber warum, es gibt doch viele andere Dinge, die man als Gemeinsamkeit sehen dürfte. Warum denn diese beiden negativen Dinge? Naja, es ist so, also in Israel treffen sich ja verschiedenste Bevölkerungen aus verschiedensten Ländern. So. Und es gibt viele so Konfliktlinien. Also es gibt verschiedene ethnische Hintergründe. Es gibt die arabischen Juden aus verschiedenen arabischen Ländern und die europäischen Juden. Und zwischen denen gibt es ja auch eine Kluft. Also die europäischen Juden sind ja noch immer privilegiert und die arabischen Juden noch immer diskriminiert, wenn auch nicht mehr so stark wie früher. Dann gibt es afrikanische Juden, die werden ja völlig Wenn man ausgegrenzt aus und Äthiopien zum Beispiel kommt, ja, ja. ne, so. Und das sind so ganz verschiedene Hintergründe. So, also so, je nachdem, aus welchen Ländern oder aus welchen Hintergründen sie kommen, bringen sie andere Geschichten und Identitäten eigentlich mit. Dazu kommen dann noch Widersprüche zwischen den verschiedenen Strömungen im Judentum. Also ob es nun Orthodoxe sind oder Ultraorthodoxe oder was weiß ich, Reformjuden, die aber nicht so einen guten Stand haben in Israel. Also es gibt unglaublich viele Konflikte zwischen diesen verschiedenen Fragmenten. So. Und die lassen sich nicht wirklich einigen. Es gibt auch immer wieder massive Konflikte bis zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen diesen verschiedenen innerisraelischen Gruppen und Fraktionen. So. Weil Sie gerade nochmal das wesentliche Moment eines solchen kolonialistischen Systems oder Staates betont haben. Das bedeutet ja Ausbreitung. So muss man ja auch verstehen, zum Beispiel die Golanhöhen, was jetzt im Moment auch in Syrien passiert. Wenn das Land attraktiver wird für Zuzug, braucht es mehr Platz. Deswegen Ja. hat ja Eretz Israel auch keine festen Grenzen. Ja, genau. So muss man auch die Geopolitik verstehen, weil Ja. wir ja schon gesagt haben, dass man sich zum Beispiel mit jemandem zusammengetan hat oder im Moment Frieden geschlossen hat oder eine Art Friedensvertrag, nenne ich jetzt mal, also einen Waffenstillstand mit der Türkei nach der Mavi-Marmara-Geschichte Ja. zum Beispiel, hat damit zu tun, dass die Türken beispielsweise sagen, wir haben auch so ein Problemvolk bei uns, das sind die Kurden, die können wir dann nach Syrien schicken, ihr schickt eure Palästinenser vielleicht auch noch endgültig nach Syrien, den Rest übernehmen wir. Wo ist da ein Ende abzusehen? Gar keins. Das ist ja eine ganz bittere Erkenntnis, wenn da gar keinen Krieg gab, weil etwas, was ich im Buch gelesen habe, ist zum Beispiel, das Ganze hat ja faschistoide Züge, was im Land selbst stattfindet. Und diese faschistoiden Züge oder Faschismus selber wurde nie von innen gestoppt. Ja, das ist jetzt, das sagen kritische jüdische Israelis, ne, dass das so in diese Richtung treibt. Aber ich denke, es ist gar nicht nötig, mit diesen wirklich schweren und gewichtigen Begriffen zu operieren. So. Ich denke, was wichtig ist, ist zu sagen, Siedlerkolonialismus folgt einer ganz bestimmten inneren Logik, so einer bestimmten Gesetzmäßigkeit. So. Das ist wie im Kapitalismus. Der Kapitalismus muss Profite ma maximieren. So. Und der Siedlerkolonialismus muss expandieren und muss immer weiter die einheimische Bevölkerung verdrängen und deren Land sich aneignen. Das ist die Gesetzmäßigkeit. Gibt es da Parallelen oder ähnliche Abläufe in der Geschichte, dass Sie mal zeigen können, was Israel tut, ist im Grunde, das gibt es ganz oft, das ist eigentlich müssten sie Copyright-Rechte bezahlen, weil andere haben das auch schon gemacht. Naja, das ist also in der Kolonialismusforschung wird Israel ja analysiert als reiner Siedlerkolonialismus. Also im Unterschied zum Ausbeutungskolonialismus, wie er in Algerien und Südafrika bestand,
ist der reine Siedlerkolonialismus darauf gerichtet, die einheimische Bevölkerung vollständig zum Verschwinden zu bringen. Also im Ausbeutungskolonialismus wird die einheimische Bevölkerung gebraucht als billige und rechtlose Arbeitskraft. Mhm. Die sind notwendiger Teil der kolonialen Ökonomie. Mhm. So. Südafrika war lange so. Genau, mhm. genau. Mhm. So. Deswegen hat dann auch Südafrika in den Bantustans noch Krankenhäuser für die gebaut, weil die brauchten eine Arbeitskraft und ja. die musste reproduziert werden. Beim Reinsiedlerkolonialismus ist es eine ganz, ganz andere Dynamik, weil die einheimische Bevölkerung wird nicht gebraucht, die ist ein Problem und soll weg. So. Also die muss zum Verschwinden gebracht werden. Und also USA ist so ein Beispiel dafür. Genau. Australien, Neuseeland, Kanada. Und das ist jetzt nicht das, also meine Position, das, was ich mir ausgedacht habe, sondern das sagt zum Beispiel Patrick Wolf, mhm. ein australischer Kolonialismusforscher, auch Oren Yiftachel, britischer israelischer Wissenschaftler. So. Und diese Analyse als reiner Siedlerkolonialismus, das zeigt schon, dass es eine sehr erbitterte Auseinandersetzung ist. Also Patrick Wolf sagt, in so Kämpfen, in siedlerkolonialistischen Konflikten geht es, ist ein Kampf um Leben oder Tod, ja. weil es geht um Land und Ressourcen und das Land und die Ressourcen sind endlich. So. Und so ein Konflikt hört nicht auf, das zeigt die historische Erfahrung. Also solange nicht entweder die einheimische Bevölkerung, der Siedlerbevölkerung eine Grenze setzt, also das heißt, sie zurückdrängen kann, mhm. so oder verschwindet. Mhm. So, das ist das, was in den USA passiert ist. Also das läuft nach, wenn man sich anschaut, die Geschichte anschaut, wie das bei dem Kolonialismus immer war, es läuft letztendlich auf Massenmord raus. Massenmord ist jetzt der falsche Begriff. Ne? Also so Patrick Wolf, also einer der Kolonialismusforscher, auf die ich mich sehr stark beziehe, der sagt, Siedlerkolonialismus ist eine Logik der Eliminierung der einheimischen Bevölkerung. Mhm. So, Eliminierung ist aber weit gefasst. Das heißt nicht zwangsläufig Massenmord. Also es kann auch Massenmord heißen. Aber Eliminierung könnte zum Beispiel auch in Form von Assimilierung stattfinden. Also so in Neuseeland mit den Maoris ist das ja versucht worden, dass der versucht wurde, deren Identität zu zerstören, indem sie assimiliert werden, indem ihre Identität ihnen genommen wird. Die Kultur, die Geschichte, die Tradition, alles so. Und das ist typisch für Siedlerkolonialismen. Ja. Und in Israel ist zum Beispiel auch so, diese Totalität von Siedlerkolonialismus, dass nicht nur, dass dieser Versuch, die einheimische Bevölkerung zum Verschwinden zu bringen, erstreckt sich auch auf die Geschichte und das Land. Alle Spuren der Palästinenser, im historischen Palästina, werden versucht zu tilgen. Also die Friedhöfe, die Moscheen, die heiligen Städte, das geht sogar weit, dass man die Landschaft ändert. Genau. Dass wenn man zurückkommt und sagt, da werden Berge aufgeschüttet, die da nicht hingehören, da werden Pflanzen angebaut, die nicht heimisch sind. Das geht ja, das muss sich aber jemand ja bis ins Detail ausdenken. Kein Zufall. Ja, das ist wirklich dieser Versuch, eine ganz andere Realität anstelle der historischen Realität zu setzen. Mhm. Also im Grunde eine Fiktion oder wie Shlomo Sand das sagt, Mythistory wird dann versucht, in eine Realität gebracht zu werden, obwohl sie mit der historischen Realität nichts zu tun hat. Mhm. Und das ist schon sehr weitgehend. Oder auch diese Umbenennung des Landes, Palästina, wird dann in Israel umbenannt. Mhm. So, also alles wird getilgt. Die Dörfer werden flach gemacht, arabische Namen werden überpflanzt. Welche Rolle spielen in diesem Zusammenhang denn Historiker? Welche Rolle spielen Museen? Welche Rolle spielen Leute, die Touristen informieren? Welche Rolle spielen Rabbis, um das so durchzusetzen? Naja, als neuen Horizont, als eine neue Software, die da drauf laufen soll. Es kommt immer drauf an, ob einer Zionist ist oder nicht Zionist ist. Das ist schon mal so die grundlegende Frage. So. Und zionistische Wissenschaftler spielen natürlich eine wichtige Rolle, so in der Erschaffung von so einer neuen oder mythisch begründeten historischen Wahrheit, die keine ist, so die spielt da eine ganz wichtige Rolle drin. Das ist schon klar. Oder alle Teile der israelischen Apparate und Institutionen spielen eine Rolle dabei. Das geht ins Recht, dass Richter aus Recht Unrecht machen. Ja, natürlich. Mhm. Also koloniale Justiz ist ja nicht in dem strikten Sinne unabhängige Justiz oder eine neutrale und objektive Justiz, weil es geht ja immer
auch ans Eingemachte, also diese ganzen Prozesse, die es vor israelischen Gerichten gegeben hat um palästinensische Landrechte, da haben Palästinenser die Prozesse natürlich immer verloren, weil es geht da ans Eingemachte, es geht um die Frage, wem gehört das Land? Und dann kann das Fass nicht aufgemacht werden, dass die Aneignung des historischen Palästinas durch die zionistische Bewegung vielleicht illegitim gewesen sei. Wenn man da einmal anfängt, einem Dorf Rechte zuzugestehen, ja, dann muss man das vielleicht auch ändern. Und dann ist dieses ganze Fass aufgemacht. Zum Beispiel in Jerusalem. In Jerusalem wurden 48 aus dem Westteil der Stadt 30.000 Palästinenser vertrieben. Das ist der Teil, den dann Israel erobert hat und also besetzt hat gegen internationales Recht 1948. Aus dem Ostteil der Stadt, aus dem arabischen Teil, wurden 2.000 Juden vertrieben. Ne? Also 30.000 Palästinenser, 2.000 Juden. Jetzt sind ja beide Teile der Stadt seit 67 besetzt. Und es ist möglich für Juden, das Eigentum von vor 48 im arabischen Ostteil zu beanspruchen. Sie kriegen das auch zugesprochen. Palästinenser können andersrum nicht ihr Eigentum im Westteil wieder einfordern. Es gibt da zweierlei Recht. Also je nachdem, ob einer jüdischer Israeli ist oder Palästinenser. Das sieht dann von außen erstmal aus wie Apartheid, aber es ist eben alles Teil dieses kolonialistischen Projektes. Natürlich. Aber Apartheid ist ja auch eine Struktur, die zu so einem kolonialistischen Projekt gehört. Von daher, das bringt Ihr Buch aus, dass man nochmal weiter weggeht und das Ganze zu einem Sonnensystem praktisch dazu dekliniert. Dass man sagt, es ist ein Planet, okay, noch einer, da gibt es Monde, aber das Ganze ist ein Sonnensystem und da ergeben sich Gesetzmäßigkeiten. Das wird ja heute auch offen so zugegeben, sogar von hohen Israelis, wenn sie im Ruhestand sind, sage ich mal. Filme wie Das Recht und die Macht zum Beispiel oder auch wenn Menschen vom Shin Bet auspacken. Ja, wie kann das von intellektuellen Gesellschaften, wie die israelische auch eine ist, aufgenommen werden und dann geht man zur Tagesordnung über? Naja. Was sagen Sie? Also wie funktioniert das? Da fällt wieder das Wort Verdrängungsleistung. Ja, das habe ich auch noch nicht mal Moshe Zuckermann gefragt, der da saß, wo Sie jetzt sitzen. Was haben Sie für eine Erklärung? Wie macht ein vernünftiger Mensch das? Der liest das, der hört das, sagt ja und geht dann zur Tagesordnung über. Ja, also ich denke, koloniale Gesellschaften, gerade siedlerkolonialistische Gesellschaften, sind extrem darauf angewiesen, permanent zu verdrängen und zu rationalisieren. Und das ist ja auch, das zeigen ja auch wissenschaftliche Arbeiten, dass in Israel die jüdisch-israelische Bevölkerung extrem viel verdrängt oder rationalisiert. Also bis in die 80er Jahre war ja die ethnische Säuberung Palästinas im Grunde noch gar nicht Thema. Mhm. So, also es hat fast 60 Jahre gedauert, bis überhaupt das Thema mal aufgemacht wurde. Trotzdem gibt es das Nakba-Gesetz, man darf die Nakba nicht erwähnen. Ja, so, ne? Also ja. So früher wurde einfach plattweg geleugnet, dass das stattgefunden hat. Da wurde immer gesagt, die Araber sind ja freiwillig geflohen. Und das blieb über Jahrzehnte in den Köpfen der Bevölkerung. Das war natürlich auch so ein Ruhekissen für das Gewissen. Die sind ja freiwillig gegangen. Wir haben da nichts mit zu tun. Ne? So. Jetzt durch diese neuen israelischen Historiker und besonders dieses Buch von Ilan Pape von 2006, die ethnische Säuberung Palästinas, liegt das auf dem Tisch. Das heißt, die Fakten sind mittlerweile da und es ist viel schwieriger. Drumherum zu kommen, also sich nicht damit zu beschäftigen. So. Aber die israelische Regierung reagiert ja so, dass Ilan Pape dann nach England gehen muss. Ja. Also das ist aber so ein ganz, ganz empfindlicher Punkt. Der kritische israelische Psychologe Benjamin Beit Halami sagt, dass dass alle jüdischen Israelis im Grunde wissen, dass ihr Staat auf dem historischen Unrecht gegenüber den Palästinensern basiert. Sie wissen auch eigentlich, es hat diese Nakba gegeben, sie wollen es aber nicht wissen. Sie wollen sich diesen Konsequenzen nicht stellen, aber dass es sie auch peinigt. Also das ist sowas, was sie irgendwie ständig quält und sie wollen sich nicht damit beschäftigen. Ein Problem. Kann man das vergleichen mit der deutschen Geschichte, späte 60er Jahre, Nürnberger Prozesse? Man wollte das nicht wissen. Ich möchte mich mit dieser Art von historischen Analogien gar nicht dann so beschäftigen. Aber ist das nicht ein typisch menschliches Moment, wenn etwas grauenhaft genug war, dann will man es am besten ganz verstecken. Ganz genau. So. Und das wird dann aber immer schlimmer, so, weil das ist dann so wie so eine Leiche im Keller. Ja. Und, so das, die riecht irgendwann. Ja, genau. Das macht dann immer mehr Probleme. So. Ja. Und also es gibt diese Abwehrmechanismen und Nakba-Gesetz ist so einer davon. Mhm. Also so zu verbieten, dass darüber geredet wird oder zu verbieten, dass die Palästinenser ihrer Vertreibung gedenken. Ja. So. Das ist ein Versuch. Gleichzeitig aber
Gibt es doch gewisse Prozesse in der jüdisch-israelischen Bevölkerung, dass kritische Israelis erkennen, wie schlecht das ist, was da mit ihrer Gesellschaft passiert. Also, dass es nicht hilft, immer weiter zu verdrängen und sich zu belügen, sondern dass es besser ist, sich den Sachen mal zu stellen. Also, so immer mehr Israelis kommen da eigentlich drauf und sagen, wir werden eigentlich auch erst dann frei, wenn wir uns den Sachen stellen und uns versöhnen mit den Palästinensern und dann auch dafür sorgen, dass die Gerechtigkeit wiederhergestellt wird. Das heißt, dass diese ganzen vertriebenen Palästinenser wieder zurückkommen. Da Dann haben sind wir wir bei einem erst. wichtigen Punkt. Ich habe eine Zahl in Ihrem Buch gelesen, die konnte ich gar nicht glauben. Ich halte sie nicht für einen Druckfehler, aber dass 90% der Dörfer, aus denen die Palästinenser vertrieben wurden, Dörfer, dass die noch vakant seien. Ja. Wie habe ich das zu verstehen? Das sind die Studien von diesem palästinensischen Historiker Salman Abu Sitte. Der hat ja sein Leben quasi gewidmet, also dieser Frage Rückkehr der Palästinenser Ob es und möglich ist. diese ganzen Fakten zu sammeln. Ne? Also nach 1948 waren die Palästinenser ja völlig verstreut, die Gesellschaft zerstört. Und da mussten erstmal so die grundlegendsten Fakten wieder zusammengetragen werden. Aus welchen Dörfern sind welche Leute vertrieben worden? Wie war das da mit dem Besitz? Was gehörte wem, wie, wo? Die Dörfer sind ja zerstört worden. Musste quasi alles wieder neu erarbeitet werden, was war wie wo. Und das ist das Lebenswerk von Salman Abu Sitte. Und dann hat er eben auch untersucht, wie sieht es da jetzt aus, wo die palästinensischen Dörfer waren. Und das ist ja wirklich bemerkenswert, dass die jüdisch-israelische Bevölkerung sich größtenteils nicht ausgebreitet hat über den Küstenstreifen hinaus, der schon in der ersten Phase der Kolonisierung vor allem besiedelt worden ist. Also das ist noch immer das Bevölkerungszentrum der israelischen Bevölkerung. Die leben vor allem Tel Aviv und so diese Städte drumherum. In Galiläa, also das ist der Norden des Landes, da ist die Mehrheit der Bevölkerung noch immer palästinensisch. Im Naqab, also im Süden, Negev-Wüste, die ja den größten Teil der Fläche des historischen Landes Palästina ausmacht, da leben auch ein Drittel palästinensische Beduinen. Und da kommen dann mehrere Faktoren ins Spiel. Also der zionistischen Bewegung ist es nicht gelungen, also die Mehrheit aller Juden nach Palästina zu ziehen. Also so, das ist ein Faktor da drin. Ich finde es auch erstaunlich, dass es wird ja immer wieder geworben, dass man eben in diese Outbacks, wird es ja auch mal als Outback beschrieben, wenn man eben jüdische Israelis in die Outbacks bekommen möchte, dass man eben Werbung macht, auch in den Vereinigten Staaten, kommen dann sehr viele Radikale plötzlich, die Ja, sind ja, viel ja. jüdischer als ein Ja, Israeli, der dort genau. geboren ist, das ist Wahnsinn. Wo es schwerfällt, Leute in dieses Land zu bringen, weil sehr viele auch wegziehen. Ja. Trotzdem wird ja gebaut, 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 gebaut. Was sind denn diese Siedlungen für Sie und kann man die Siedlung miteinander vergleichen oder ist jede Siedlung spezifisch, hat jede Siedlung ein Ziel, irgendeine Aufgabe, die sie lösen soll? Also Siedlungsbau ist sozusagen der Kern des Siedlerkolonialismus. Ne? So, das ist so das allerinnerste Siedlungsbau. So. Und deswegen hört der auch nicht auf. Siedlungen sind so was wie koloniale Waffen im Kampf gegen die Bevölkerung. Das wird immer mal versucht, so ein bisschen abzutun als, ja, das sind ja Nachbarschaften. Also hier auch manchmal in der deutschen Presse kann man das lesen, Nachbarschaften oder so Wohngebiete. Es sind Siedlungen, koloniale Siedlungen, die eigentlich so eine Bedeutung haben, wie so eine, also fast eine militärische Bedeutung haben. So, die rücken immer weiter vor, so in so einer ganz aggressiven Weise und drängen die einheimische Bevölkerung immer weiter zurück. Also nehmen immer mehr von deren Land und deren Ressourcen. So. Und das nimmt ja in den letzten Jahren stetig zu. Also jedes Jahr werden neue Siedlungen gebaut und noch mehr Siedlungen gebaut. Und die haben eben vor allem das Ziel, die einheimische Bevölkerung zu verdrängen. So. Indem immer mehr Siedler da sind, dann ist man Ja. irgendwann als einheimische Bevölkerung in der Minderheit und Ja, kann ganz genau. schikaniert werden. Ja, genau. Und das ist ja auch so. Also so internationale Menschenrechtsorganisationen, unter anderem UNO, sagen ja, dass Siedlerterror heute die größte Bedrohung für palästinensisches Leben und Eigentum ist. Es vergeht kein Tag, an dem nicht mindestens ein Palästinenser infolge von Siedlergewalt verletzt wird. So. Und diese Siedler greifen Palästinenser so bei ihren täglichen Verrichtungen an, also Kinder auf dem Weg zur Schule. Also die greifen gerne die schwächsten Teile der palästinensischen Gesellschaft an. Ich denke, das sagt auch was über die Art des Typus aus, der durch sowas angezogen wird. Kinder auf dem Weg zur Schule, Frauen auf dem Weg zur Markt, Bauern, wenn sie die Felder bearbeiten, so jeden Tag, jeden Tag.
Und das heißt für Palästinenser mittlerweile alleine auf ihrem Land zu bleiben und ihr Land zu bearbeiten und es nicht zu verlassen, ist ein Akt des passiven Widerstands, weil sie permanent einen hohen Preis dafür zahlen. Mhm. Also so die Siedler kommen und sie brennen die Autos nieder, sie brennen das Land nieder, sie vergiften die Tiere, die Tiere, reißen die Olivenbäume auf. Genau. Was ich auch interessant fand, ein Olivenbaum, ja, Oliven schmecken doch gut, ist halt was anderes, aber für sie ist ja ein Olivenbaum quasi auch ein Kredit, eine Bank, davon leben die Palästinenser. Ja, genau. Wie muss man sich, was ist ein Olivenbaum? Hat ja mehr eine andere Wirkung, außer dass er das Wasser im Land hält. Was ist er? Olivenbäume sind sind schon auch ein Ausdruck von palästinensischer Identität. Olivenbäume sind schon sehr besonders. Die brauchen ja sehr lange, bis sie Früchte tragen. Mhm. So. Sie werden so als ein Symbol von Palästina gesehen, weil die Olivenkultur gibt es da schon sehr lange. Und Olivenbäume sind nicht nur Nahrungsmittel, das ist auch Heilmittel zum Beispiel. Oder auch in heiligen Schriften wird die Olive schon erwähnt. Und diese Olive symbolisiert eine sehr starke Verbindung zum Land. Mhm. Es gibt aber es ist auch die Haupteinnahmequelle dann von so einem Bauer. Die Landwirtschaft in der Westbank ist zu einem großen Teil Olivenbaumökonomie. Mhm. So. Und deswegen ist natürlich der Angriff auf die Oliven ein Angriff auf so einen zentralen Teil der palästinensischen landwirtschaftlichen Ökonomie. Das ist wie wenn ich bei einem westlichen Bauern einfach mal den Traktor abfackel. Und der aber damit arbeiten kann. Das machen Siedler ja auch. Ja, ne? Aber genau. Das ist sogar noch schlimmer, weil Olivenbäume, weil die so lange brauchen, wenn man sie anpflanzt, dann brauchen die, 10 Jahre oder noch länger, bis sie Früchte tragen. Ne? Mhm. Also einen Traktor kann man dann schneller ersetzen, aber Olivenbäume müssen dann erstmal wieder so weit wachsen. Mhm. So. Und es ist aber auch ein Angriff auf diese palästinensische Kultur und Identität. Es gibt zum Beispiel so einen ganz schönen Brauch, dass palästinensische Kinder, wenn sie geboren werden, dann werden sie mit Olivenöl eingerieben. So um sie stark zu machen. Ne? Olivenöl oder Oliven haben so den wird zugeschrieben, stark zu machen. Ja. Und es stärkt die Verbindung zu dem Land. Wie finden Sie denn in dem Zusammenhang die Imagearbeit des Landes? Also da werden Menschen vertrieben, die Olivenbäume werden abgerissen und dann geht man nach Deutschland zur SPD und sagt, da ist Land, das ist total verwüstet und das war immer schon Wüste, obwohl man es eben verwüstet hat und da pflanzen wir mal europäische Bäume an. Und dann sagt die SPD, das ist eine super Idee und verkauft das der Bevölkerung. Es hat nicht ganz geklappt, aber wie finden Sie diese Art von Imagearbeit, diese Art von PR-Arbeit? Ist die gut gemacht? Also prinzipiell finde ich, dass die israelische Propaganda auch immer dümmer wird, wenn ich das jetzt mal so flapsig sagen darf. Und ich finde auch, dass sie eigentlich immer weniger greift. Also diese ganzen Versatzstücke der Propaganda, die sich ja auch nicht verändern. Es bleibt sich ja immer gleich. Die sagen seit Jahrzehnten immer dieselben Sachen. Mhm. Und ich habe den Eindruck, das überzeugt eigentlich immer weniger Leute. Oder mittlerweile weiß man trotz allem sogar in Deutschland zu viel, als dass das noch greifen könnte. Wenn aber so eine Partei wie die SPD sich auf sowas einlässt, dann hat das schon mehr zu tun mit den Interessen und dem Charakter dieser Partei, als mit dem, was sie nicht weiß oder wissen könnte. Lassen Sie uns mal über ganz praktische Vertreibung reden, ganz aktuell in die Tagespolitik gehen. Stichwort Gaza taucht immer wieder auf. Gaza-Krieg. Von Krieg kann man da nicht wirklich reden, sondern eine Militärmacht bombardiert Zivilisten auf der Suche nach einer Handvoll Terroristen, die sich in einem Gebiet versteckt hält, was einfach von Zivilisten ja bewohnt wird. Also was ich in Gaza erstaunlich fand, die Zahl habe ich bei Ihnen zum ersten Mal gelesen. Manhattan, Bevölkerung pro Quadratmeter, glaube ich, bei 25.000, in Gaza bei 78.000. Das ist das hätte ich andersrum. Flüchtlingslager Charty. Ja, wo ich sage, das kann er nicht, das gibt es ja wohl nicht. Also und auch wenn man dort bombardiert oder Schießereien macht, dann ist es doch klar, dass man Zivilisten treffen muss. Dann kann es nur auf Zivilisten abzielen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser heutiger Gast heißt Petra Wild. Guten Tag, Frau Wild. Guten Tag. Frau Wild, Sie haben ein Buch geschrieben. Ich lese den Titel mal vor. Apartheid, ethnische Säuberung in Palästina, der zionistische Siedlerkolonialismus in Wort und Tat. Lassen Sie uns über ganz praktische Vertreibung reden, ganz aktuell in die Tagespolitik gehen. Stichwort Gaza taucht immer wieder auf. Gaza-Krieg.
Von Krieg kann man da nicht wirklich reden, sondern eine Militärmacht bombardiert Zivilisten auf der Suche nach einer Handvoll Terroristen, die sich in einem Gebiet versteckt hält, was einfach von Zivilisten ja bewohnt wird. Also was ich in Gaza erstaunlich fand, die Zahl habe ich bei Ihnen zum ersten Mal gelesen. Manhattan, Bevölkerung pro Quadratmeter, glaube ich, bei 25.000, in Gaza bei 78.000. Das ist das hätte ich andersrum. Flüchtlingslager Sharti. Ja, wo also, ich sage, das kann ja nicht, das gibt es ja wohl nicht. Also und auch wenn man dort bombardiert oder Schießereien macht, dann ist es doch klar, dass man Zivilisten treffen muss. Dann kann es nur auf Zivilisten abzielen. Der Gazastreifen ist eines der dicht besiedelsten Gebiete der Welt. So. Und das kommt daher, dass 2/3 der Bevölkerung dort Flüchtlinge sind von 1948. So. Der Gazastreifen ist deswegen dicht besiedelt und extrem arm. So. Also die Häuser und das Land von den Leuten, die im Gazastreifen wohnen, liegt größtenteils am Küstenstreifen. So Jaffa und das heutige Ashkelon, also palästinensisch Majdal und diese ganzen Dörfer drumherum, da kommen die her. Mhm. Jetzt sitzen sie in diesem verelendeten Gazastreifen, völlig übervölkert. Kann man sagen, 40 Kilometer lang, 10 Kilometer breit, da sind die alle. Ist das so richtig? Das sind 360 Quadratkilometer. So. Also eben sehr, sehr dicht besiedelt. Sehr dicht, ja. Und es gibt 8 große Flüchtlingslager da. Und diese Zahl, die Sie eben erwähnten mit dieser Dichte, das war die Zahl aus einem Flüchtlingslager, Sharti, glaube ich. Ja. Und jetzt mal die Bevölkerungsdichte im Gazastreifen insgesamt, das ist ein bisschen über 4.000. Ja. Also verglichen mit Israel, jüdisch-israelische Bevölkerung, da ist es irgendwas um 350 oder so. Ja. Also das ist da okay, da kann man schon sehen, also das X-Fache. Ja, und der Gazastreifen, also ist wie gesagt dicht bevölkert und extrem arm. Und jetzt unter den Bedingungen der Blockade ist es eigentlich eine humanitäre Dauerkatastrophe. Mhm. Also so, ich trage die Sachen mal so ein bisschen zusammen. Die Leute haben da nur wenige Stunden am Tag Strom, wenn überhaupt. Es gibt eine massive Mangel- und Fehlernährung. Also Arbeitslosigkeit ist irgendwas um 40%. 80% der Bevölkerung sind von internationalen Nahrungsmittelhilfen angewiesen. Mhm. Und die Blockade dauert im Grunde schon eigentlich seit 2005, seitdem Israel seine Truppen und Siedler da abgezogen hat. Und dann wurde die immer aus verschiedenen Gründen verschärft. 2007 wurde eine Hungerblockade verhängt. Mhm. So. Und seitdem wird nur so viel Nahrung in den Gazastreifen gelassen, wie notwendig ist, um die Bevölkerung genau noch vorm Verhungern zu bewahren. Israelische Experten berechnen dann, also genau, wie viel Kalorien sind nötig, damit die Bevölkerung nicht verhungert, weil gerade nicht verhungert. Aber die Bevölkerung vermehrt sich ja. Gaza hat ein ausgesprochen hohes Bevölkerungswachstum. So. Also schon jetzt ist so, dass 80% der Bevölkerung sind unter 50 und 50% der Bevölkerung sind unter 18. So. Das ist eine sehr junge Bevölkerung und das Bevölkerungswachstum geht weiter. 3 bis 5%. Aber das ist ja eine biologische Bombe und von daher ist es eben so, die Berechnung, wie viele Lebensmittel pro Person, das stimmt ja da nicht mehr, weil die Bevölkerung sich vermehrt. Also was ich erstaunlich fand, ist, man nimmt billigend in Kauf, dass Neugeborene schon unterernährt auf die Welt kommen. Ja. Das ist aber für mich dann ja auch ein Teil der Politik, absichtlich, vielleicht sterben sie auch gleich oder die Frau kann gar nicht mehr schwanger werden, weil die Nahrung nicht reicht. Ja. Wie soll ich das einordnen, also das diese ist Art der Politik? Das ist ja, was ist das? Ja, das ist, also ich meine, das ist ja von einigen Wissenschaftlern und internationalen Juristen als schleichender Genozid bezeichnet worden, diese Politik. Und diese Folgen sind, also will ich jetzt noch mal genauer machen, diese Folge einer dauerhaften Mangel- und Fehlernährung, zum Beispiel bei Kindern im Gazastreifen, ist das schon so, dass so verkümmertes Wachstum oder Verkümmerung des Gehirns, so, das ist ein Phänomen, das es gibt, das hat in den letzten Jahren rasant zugenommen. So. Und das ist eine Folge von dieser Blockade. Jetzt ist dieses Problem mit dem Wasser. 90% des Wassers sind ungenießbar. So, das heißt, die Bevölkerung nimmt eigentlich auch dauerhaft Wasser zu sich, was kontaminiert ist, Nitrate. Und die Abwässer fließen ja ins Grundwasser aus verschiedenen Gründen, also die mit der Blockade zu tun haben. Und das Wasser ist ungenießbar und die Bevölkerung über Jahre führt sich dieses Wasser zu. Das führt zu total vielen Krankheiten. So. Und der Gesundheitszustand verschlechtert sich permanent rapide. Hinzu kommt ein hoher Grad an Traumatisierung, weil der Gazastreifen eigentlich schon immer, aber also seit der Besatzung, aber vor allem seit 2002 permanent einem hohen Maß an israelischer militärischer Gewalt ausgesetzt war und weiterhin ist. Und besonders bei den Kindern macht das natürlich Traumatisierung. Und also so die ganzen Folgen sind noch gar nicht absehbar. So. Und
Also so, es gibt eine UNO-Studie vom letzten Jahr, die besagt, dass der Gazastreifen bis 2020 unbewohnbar sein könnte. Also vor allem wegen des Wassers. So, und Wasser ist ja absolut grundlegend fürs Leben. So. Und diese ganze Frage ist überhaupt gar nicht geklärt. Also wie soll denn das weitergehen? Also diese Können Sie uns das sagen, wie das weitergehen soll? Hat sich da in Israel jemand was dabei gedacht? Weil das ist ja eine biologische Bombe, die dort tickt, von der man nicht ausgehen kann, dass die Menschen alle still und leise dann verhungern oder an Krankheiten zugrunde gehen, sondern irgendwann wird es eine weitere Intifada gehen, aber dann vielleicht eine endgültige. Weil wenn man so wenig zu verlieren hat, ist man bereit, alles zu tun. Ja, also das ist ja diese Raketenangriffe aus dem Gazastreifen auf den Grenzstaat Israel, das begann ja nachdem die Blockade verhängt worden war. Also Gazastreifen zeigt da, wir leben noch und wir wollen auch weiterleben. Wir weigern uns, also einfach still und leise zu sterben. So. Also bei Gaza ist schon klar, das wird nicht einfach passieren, dass die Leute da wegsterben. Und es gibt ja, also es gibt ja israelische Politiker oder Wissenschaftler, die sagen, ja, Gazastreifen, der Bevölkerungsdruck, Arnon Soffer, ne? Also einer der Architekten des Disengagement, der ist Geograf und der zählt immer so das Verhältnis zwischen jüdischer und arabischer Bevölkerung, damit also so die jüdisch-israelische Mehrheit gewahrt bleiben kann, musste der Gazastreifen abgetrennt werden, so, um da die Zahlen zu manipulieren. Und er sagte ja, das Bevölkerungswachstum in Gaza wird immer weitergehen und das wird eine Katastrophe sein und der Druck an der Grenze wird immer weiter steigen, so, also der Druck an der Grenze zu Israel und Israel wird töten müssen, jeden Tag. Und dauernd, wenn sie überleben wollen als Israel gegen diesen Druck in der Bevölkerung. Also das hat er in einem Interview 2004 in der israelischen Zeitung gesagt. Also das ist so eine bestimmte Logik. Was ist, wenn wir vom Gazastreifen uns mal entfernen, was ist denn in der Westbank und was ist, was Sie immer als grüne Linie bezeichnen? Können Sie uns da mal, sind das unterschiedliche Situationen? Oder ja, sagen natürlich. Sie, oder sagen Sie, ja, noch, aber das wird sich alles angleichen, das wird immer katastrophaler. Also grüne Linie bezeichnet die Waffenstillstandslinie zwischen arabischen Staaten und Israel nach dem Krieg von 1948, so viel mal grundsätzlich. Aber natürlich, es gibt Unterschiede zwischen der Situation der Palästinenser innerhalb der grünen Linie und innerhalb der Westbank und dem Gazastreifen. Ich will schon sagen, die Politik gegenüber den Palästinensern ist im Prinzip nicht unterschiedlich, so. Aber die Bedingungen sind unterschiedlich. Schlimm, so. Unterschiedlich schlimm. Unterschiedlich schlimm. Also man kann schon sagen, sowohl in der Westbank wie innerhalb der grünen Linie gibt es Apartheid. Aber innerhalb der grünen Linie ist es sehr viel milder als damals in Südafrika. Und in der Westbank ist es sehr viel schlimmer, nach Aussagen von Südafrikanern, so. Und das liegt aber im Wesentlichen an den Bedingungen. Also so, innerhalb der grünen Linie sind die Palästinenser eine Minderheit. Also die sind jetzt 1,5 Millionen bei ungefähr 5,5, 6 Millionen jüdischen Israelis, die sind da eine Minderheit. So, das hat eine andere Dynamik erzeugt. In der Westbank waren sie zu Beginn der Besatzung oder in den 67 besetzten Gebieten zusammen, waren sie bei Beginn der Besatzung 1 Million. Jetzt sind sie insgesamt 4,5 Millionen. Das ist eine ganz andere Zahl und die Auseinandersetzung ist viel zugespitzter und deswegen äußert sich die Politik in der Westbank ganz anders als innerhalb der grünen Linie. So würde ich das sagen. Kann ein Land wie Israel überleben, ohne nicht permanent Krieg zu führen? Nein, natürlich nicht. Und würden Sie dieses Land als eine, wie sie sich gerne bezeichnet und auch in Deutschland bezeichnet wird, die einzige Demokratie im Middle East? Ist das eine Demokratie für Sie oder warum lachen Sie jetzt? Nein. Das erinnert mich an den Satz von Moshe Zuckermann in meiner Rezension, die ethnokratische Dimension der israelischen Demokratie. Also wo er sagt, einerseits gibt es Ethnokratie und andererseits gibt es Demokratie. Und da habe ich lange drüber nachgedacht. Und in meinem Buch sage ich ja, es ist eine Ethnokratie. Und Ethnokratie, also ich beziehe mich da auf Oren Yiftachel, diesen kritischen israelischen Geografen. Und er sagt, Ethnokratie und Demokratie schließen sich aus, dem Begriff nach. Demokratie bezieht sich auf die Gemeinsamkeit aller Bürger auf einem bestimmten territorial festgelegten Gebiet. So. Israel hat keine feste Grenze, das mit dem territorial festgelegten Gebiet fällt schon mal weg. Und es ist nicht die Gemeinschaft aller Bürger, die auf diesem Gebiet leben, sondern es ist eine ethnisch-religiöse Definition. Also zu sagen, jüdischer Staat oder volle Staatsbürgerrechte haben nur Juden. Also zum Beispiel Rückkehrrecht von 1950. Jeder, der Jude ist, kann
sofort die israelische Staatsangehörigkeit kriegen. So Palästinenser, die da schon seit Hunderten von Jahren leben, können nicht mal ihre Angehörigen, die 1948 vertrieben worden sind, zurückholen. Das ist vom Gesetz her ausgeschlossen. Was ich auch bösartig wirklich fand, da haben mir wirklich die Worte gefehlt und ich habe einiges schon an bösartige Literatur gelesen, aber dass wenn man zum Beispiel aus Jerusalem kommt, man lernt jemand kennen in Hebron und möchte gerne heiraten, dass man sich gegenseitig nicht besuchen darf oder nicht zusammenziehen darf, damit man keine Familien gründen kann. Also es ist ganz bewusst, man möchte die Bevölkerung so oder so einfach dort wegbekommen oder auch ausrotten. Das ist doch, kann man nicht schönreden. Ausrotten ist jetzt, das sind immer schon die so ein bisschen schwierigen Begriffe, ne? Oder die dann so. Aber auf was zielt das ab? Wenn Menschen, also das muss man sich mal an mich erinnern, hat das sehr, sehr stark an von dem perfiden Herangehen und en Detail, wie machen wir es, habe ich das einfach an, wir müssen immer mehr Gesetze wie an die Nazis, da gab es am Ende ja Gesetze, Juden dürfen nicht auf Parkbänken sitzen, Juden dürfen nicht an Schachclubs teilnehmen, Juden dürfen keine Kanarienvögel halten. Was ist da los? Man wollte alles versuchen, um diese Menschen mitzumachen. Ihr seid hier nicht willkommen und es ist eine Ansage, ihr werdet hier verschwinden und zwar so oder so. Für mich ist das ähnlich. Ich scheue immer so ein bisschen diese Art von historischen Analogien. Ich finde, die braucht es auch nicht. Also wenn ich historische Analogien nehme, dann nehme ich eher die so aus anderen kolonialen Situationen. Aber die sind ähnlich brutal. Situationen, ne? Die Deutschen haben immer Probleme damit, das mit der deutschen Geschichte zu vergleichen. Aber das ist ja auch ein Teil der Taktik. Deutsche Geschichte soll immer unique sein, immer einzigartig sein. Aber wir stellen fest, dass deutsche Geschichte in Teilen einzigartig ist. Aber die Brutalität oder wie brutal Menschen gegen Menschen vorgehen, das entspricht der entsprechenden Zeit immer und der Technologie der Zeit. Natürlich. Aber Menschen bleiben eigentlich in einem immer gleich, alle Möglichkeiten, die eine Zeit bringt, die werden auch genutzt. Ja, natürlich. Das ist das, klar, wo ich sage, das ist das durchgängige Moment. Von daher versuche ich natürlich, ist das natürlich provokativ, wenn man das mit der deutschen Geschichte vergleicht, aber was ich halt nicht verstehe, gerade wenn man als ein Volk, was den Holocaust überlebt hat, muss man doch dafür sehr sensibel sein. Da muss man doch genau dafür Antennen haben und man kann doch nicht so mit anderen Völkern umgehen, wo man sagt, das müsste uns aus der eigenen Geschichte ziemlich bekannt vorkommen. Das ist ein Trugschluss. Also die Vorstellung, dass Opfer aus der Geschichte lernen und nicht selber Verbrechen begehen können, das ist ein Trugschluss. Also zum Beispiel die verfolgten Hugenotten in Frankreich, viele von denen sind nach Holland gegangen und von Holland nach Südafrika. Und also dieser eine berüchtigte Rassist, weiße Rassisten Südafrika, Terre Blanche, hat so einen Hintergrund. Die verfolgten Hugenotten, die Iren, die, weiß nicht, 600 Jahre britischen Kolonialismus hinter sich haben. Also alles, was Kolonialismus bedeutet, haben die erlebt, inklusive Hungersnöte und sonst was. Die sind dann ausgewandert in großer Zahl nach Nordamerika. Und was haben sie da gemacht? Sie haben sich da beteiligt an der Eroberung, Kolonisierung des Landes und der genozidalen Politik gegenüber der einheimischen Bevölkerung. Mhm. Also das ist einfach immer die falsche Idee. Also so zu denken, dass ehemalige Opfer dann nicht auch Täter Verbrechen werden können. Das ist ganz falsch. Ich denke, das setzt voraus eine Reflexion und eine bewusste Beschäftigung mit der Sache. Mhm. Und also was ich zum Beispiel bei meinen Studien interessant fand, diese Psychologin, israelische Psychologin Ruchama Maton, sagt ja, dass im Grunde jüdische Israelis das Trauma aus dieser Verfolgungsgeschichte und aus dem Holocaust dann vielfach an den Palästinensern abgearbeitet haben. Mhm. Und das ist so ein Beispiel dafür, wie es dann in der unreflektierten, schlechten Weise auch läuft. Mhm. So. Barenboim hatte gesagt, die israelische Gesellschaft ist reif für einen Psychiater. Würden Sie das dann unterschreiben? Ich denke, dieser Zionismus hat für die Juden eine katastrophale Entwicklung gebracht. Also ich denke, solange diese koloniale Situation besteht, ne, also dass sie angefeindet werden, logischerweise in der Region, weil sie da Kolonialismus machen, die Palästinenser entrechten und vertreiben, solange sie angefeindet werden, sehen es tatsächlich viele jüdische Israelis als Antisemitismus an. Die glauben tatsächlich, dass sie gehasst werden, weil sie Juden sind. Ja. Und ihre Oberen erzählen ihnen das ja natürlich auch immer so. Und dann greift das in diese alten Traumata von wir Juden werden immer verfolgt und so weiter. Und die können nicht heilen,
So, solange die koloniale Situation besteht. Mhm. Also ich denke, damit das mal richtig, also alles in die richtige Verhältnismäßigkeit gesetzt werden kann, mal begriffen werden kann und verarbeitet werden kann, muss eigentlich die koloniale Situation auch erstmal aufhören. Mhm. Bevor die aufhören kann, muss man sich darüber klar werden, dass man als Land permanent Kriegsverbrechen begeht. Ja, natürlich. Weil wenn man diese Kriegsverbrechen als etwas wehrt, dass man sich nur gegen etwas wehrt, ja, dann ist es ja eine Notwehr. Also ja, man würde gerne anders, aber man kann ja nicht. Lassen Sie uns über die Kriegsverbrechen reden. 47, 48, die Vertreibung, die Nachbarn, das war natürlich ein Kriegsverbrechen. Da kann man ja auch im Buch von Ilan Pape lesen. Da wurde ja quasi von Dorf zu Dorf gegangen. Da wurden Frauen und Kinder der Schädel eingeschlagen oder sie wurden in Hütten getrieben. Das Ganze wurde angezündet, Handgranate rein. Also die Art und Weise, wie man das einfach typisch, wie das im Krieg so läuft. Frauen und Kinder zuerst, um es mal bösartig zu formulieren. Wenn wir uns die zuletzt anschauen, was in Gaza passiert ist oder was Standard ist, also Administrativhaft, viele Kinder im Gefängnis. Wie sieht die Bilanz aus des heutigen Israels? Sind Kriegsverbrechen, gehören sie zur Tagesordnung oder gibt es sie, aber die werden in der Westpresse dann praktisch hochstilisiert? Also so dieses Siedlungsbau in besetzten Gebieten ist ein Kriegsverbrechen. Mhm. Und das ist natürlich auf einer täglichen Basis und das hört ja auch nicht auf. Ich lese so jeden Tag, wird dann weitergebaut, wird nochmal gemacht. Auch, wird Wo auch. Ist denn da der Widerstand der United Nations? Da müsst ihr das Weltgewissen, wenn man sich überlegt, wann wurden die Institutionen mit welchem Grund gegründet, genau um so etwas zu verhindern, um Minderheiten zu schützen. Was machen die denn da? Ja, das ist eine Frage der internationalen Kräfteverhältnisse. Ne? Es gibt unglaublich viele so UNO-Unterorganisationen, die in Palästina oder rund um Palästina aktiv sind. So, das Komitee für die Eliminierung des Rassismus und der rassistischen Diskriminierung hat zum Beispiel schon 2007 gesagt, die israelische Politik gegenüber den Palästinensern innerhalb der grünen Linie entspricht teilweise den Kriterien der Apartheid und der rassistischen Segregation. So, daraus folgt nichts. Es gibt immer wieder UNO-Berichte, Menschenrechtsrat oder so, die ganz klar sagen, Kriegsverbrechen, die ganz klar sagen, Sanktionen auch. Goldstone Report nach dem Gaza-Krieg, da ist ja auch klar gesagt von Kriegsverbrechen und möglicherweise sogar Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ja. Es ist nichts daraus gefolgt. Und das hat was mit den Kräfteverhältnissen zu tun. Mhm. Weil ja natürlich Israel ist der engste Verbündete der USA und auch der europäischen Staaten und die halten ihre Hand schützend über Israel. Warum? So, und hat solange, das wirtschaftliche Interessen? Ja, geostrategische, würde ich mal sagen. Also dieses, da sind wir dann bei dieser ganzen kniffligen Frage Siedlerkolonialismus und Mutterland, also im weiteren Sinn. Ne? Siedlerkolonialismus heißt ja immer die Verbindung zu Europa oder einem anderen westlichen Land und dass so ein siedlerkolonialistisches Gebilde eine bestimmte strategische Funktion erfüllt. So. Also in den Anfängen des Zionismus war es das Bündnis mit Großbritannien, dann die zionistische Konferenz in Biltmore 1942 hat signalisiert den Übergang von der britischen Kolonialmacht zur US-Weltmacht und die USA ist seitdem der Hauptverbündete geblieben, also plus europäische Staaten. Und das ist so, wie das früher mal analysiert worden ist, Israel hat schon so eine Funktion der Kontrolle, also so Kontrolle der Region. Zum Beispiel, oder auch die Teilung der Region. Also Palästina liegt ja wirklich genau zwischen dem arabischen Osten und dem Westen. Und es gab ja seit den 40er Jahren dieses Streben der arabischen Bevölkerung tatsächlich nach arabischer Einheit. So Panarabismus, Nasserismus und so weiter. Und das war so ganz antikolonial gedacht. Ne? So arabische Einheit und Sozialismus und Entwicklung und so weiter. Und indem Israel genau in der Mitte liegt, geht das auch nicht. Ja. Und deswegen haben verhindert das quasi eine größere OPEC, nenne ich das mal. Ich habe ja mal davon gesprochen, die FIS, Vereinigte Islamische Staaten, die würden dann nicht nur über die Ölregion die Hand haben, sondern die würden weit nach Afrika reinreichen. Und solange man dort jemand hat, der spaltet und herrscht, ist das nicht möglich. Ist das das Hauptinteresse? Nee, nicht das Hauptinteresse, ist ein Teil. Mhm. Ist ein Teil, es kommt noch mehr dazu. Also dieses, die Interesse westlicher imperialistischen Staaten da zu vertreten, das hat sich eigentlich ziemlich bald nach der Gründung Israels gezeigt. Also das wissen vielleicht heute viele nicht mehr, aber als Jamal Abdel Nasser in Ägypten 1956 den Suezkanal, der den Briten gehörte, der ehemaligen Kolonialmacht, als er den nationalisierte, so als Teil der Entkolonisierung, dann hat
dann hat Israel Ägypten angegriffen, so, also im Bündnis mit Großbritannien und Frankreich. Ja. Und das Ziel war dann, Nasser zu stürzen und den Suezkanal wieder zurückzuholen, ja, so den europäischen Mächten wieder zu unterstellen. Was aber nicht und das geklappt ist, hat. Nee, es hat nicht geklappt, das ging völlig nach hinten los. Ja. So. Aber das ist so, das hat alles bestätigt, was Araber gedacht haben damals, was die Funktion von Israel wohl sei. Das ging dann noch weiter. Der 67er Krieg, also der Krieg Israels gegen die arabischen Nachbarländer, war ein Offensivkrieg. Da ging es auch wesentlich darum, Nasser zu stürzen, der ein großer Antiimperialist und Antizionist war und in der arabischen Welt die Massen unglaublich mobilisiert und begeistert hat. Also dieses ganze Thema von Befreiung, endlich Befreiung von dieser westlichen imperialistischen Dominanz. Mhm. Befreiung Palästinas war immer Teil dieser Vorstellung der freien arabischen Welt. Also es wurde immer gedacht, die arabische Welt kann so lange nicht frei sein, wie auch Palästina nicht frei ist. Mhm. So, die Kolonialisten sind durch die Tür abgezogen und durchs Fenster wiedergekommen. So. Ja. Und deswegen war Palästina immer so wichtig und es ist immer noch so als Teil der eigenen arabischen Befreiung. So. Mhm. Und dieser Krieg von 67, dieser sogenannte Sechstagekrieg, in dem Israel wirklich an 6 Tagen das Territorium von 3 arabischen Ländern besetzt hat, sein Staatsgebiet unendlich erweitert hat. Diese vernichtende Niederlage der arabischen Armeen hat den Nasserismus total abstürzen lassen. Mhm. Also seitdem, die Völker waren beschämt. Ja. Und so alle Hoffnungen sind völlig zerplatzt. Also seitdem hat sich dann eigentlich so Depression und so eine gewisse Mutlosigkeit in der Welt. Was man in diesen Regionen oft mitbekommt, die flüchten sich dann sehr in eine Art Lethargie. Da erlebe ich das oft. Sind sehr lethargisch und aus diesem Loch rauszukommen, fällt schwer. Das hat man ja mit dem arabischen Frühling kurz aufkeimen sehen. Aber wenn man sich anschaut, gerade in Ägypten, wer die Revolution an sich gerissen hat, das sind ja auch wieder pro-westliche Scheindemokraten. Ja. Schafft es die arabische Welt denn nicht, sich aus dieser Klammer des europäischen und amerikanischen Kolonialismus mal zu befreien? Also wir sollen das nicht geringschätzen, ne, was das bedeutet. Edward Said sagt, nirgendwo war die westliche Einmischung so groß wie in der arabischen Welt, also seit dem Zweiten Weltkrieg. Ja. Und da sind mit den verschiedensten Methoden und Mitteln ist immer versucht worden, diese arabische Welt im Griff zu behalten. Daran zu hindern, dass sie sich einen. Ja, dass sie sich einen und dass sie sich befreien und emanzipieren können. Ja. So, dass sie sich außerhalb dieses westlichen Horizonts bewegen. Also so bis 1970 hat die arabische Welt ja versucht, sage ich jetzt wirklich mal so pauschal, einen eigenen Weg zu gehen, sich frei zu schwimmen. Mhm. Nach dieser Niederlage im Junikrieg in Ägypten kam dann Sadat und dann hat er den Weg nach Westen eingeschlagen und dann kam die IWF und hat nach und nach die ägyptische Wirtschaft zerstört und so weiter. Also die arabische Welt hat wirklich auch sehr, sehr viel Druck gekriegt auf allen Ebenen. Es gibt keine Region, die seit 1948 so viele Kriege und so viele militärische Interventionen erlebt hat und immer kurz hintereinander. Es gab alle 10 Jahre in der Region einen größeren Krieg. Das darf man überhaupt gar nicht vergessen. Frau Wild, wie geht Israel mit seinen Kritikern um? Im In- und Ausland. Also so Kritiker haben es ziemlich schwer, das kann man schon mal sagen. Also weil die Dinge da alle so, weil das alles so empfindlich ist. Mhm. Und ich denke auch, Israel ist relativ geschwächt. Und deswegen wird das immer schwieriger für Kritiker, denke ich mal. Also so auch innerisraelische Kritiker werden ja mit drakonischen Gesetzen zum Teil verfolgt. Also warum ist Israel denn geschwächt? Aus mehreren Gründen. Also das eine ist, dass Israel seit dem Beginn der zweiten Intifada die Erfahrung macht, dass immer mehr jüdische Israelis abwandern und immer weniger einwandern. Mhm. Also es gibt ein Problem mit der Bevölkerungsmehrheit. Im Grunde sind jüdische Israelis auf dem Boden des historischen Palästinas jetzt schon eine Minderheit. Mhm. Es wird geschätzt, dass ungefähr 1 Million jüdische Israelis dauerhaft im Ausland leben. Mhm. Und das ist eine sehr hohe Zahl, also gerade für so ein OECD-Land. Ja. Und das ist ein Problem für Israel. Mhm. So. Der zweite Punkt ist der, dass die letzten Kriege überhaupt gar nicht gut für Israel ausgegangen sind. Es gibt das neue Phänomen, dass die israelische Armee, die einmal als unbesiegbar galt, ihre Kriege nicht mehr gewinnen kann. Und das hat ja bedeutende Folgen. Ja. In 2006 im Libanon haben sie gegen eine irreguläre Kampfformation eine verheerende Niederlage
einstecken müssen. Die sind nicht mal, das muss man sich klar machen, 1967 innerhalb von 6 Tagen große Territorien von 3 Ländern erobert. Und 2006 im Vergleich dazu ist die israelische Armee nicht mal in den Libanon reingekommen. Die sind in den ersten Grenzdörfern aufgehalten worden von dem Widerstand. Und das ist bedeutend. Und das ist so eine neue Tendenz. Und das hat die israelische Bevölkerung, die israelische Armee, die israelische Führung total schockiert. Also ein israelischer General hat dann gesagt, der Gaza-Krieg war auch deswegen notwendig, um die Moral der Armee zu heben. Das ist natürlich nicht schwer bei so einem... Aber sehen wir sprechen ja hier auch ganz konkret über die Hisbollah oder auch eben über Hilfe durch die iranischen Garden. Sehen wir hier, dass das geht den Amerikanern seit Vietnam so, dass einen Krieg kann man von oben mitentscheiden, aber man kann nur am Boden gewinnen. Da muss man Bodentruppen reinsetzen und ein westliches Leben kostet in der Regel immer noch mehr. So wird es ja gewertet. Ein Soldat muss auch zurückkommen. Das sieht der arabisch motivierte Soldat, der sagt, wenn ich dabei draufgehen sollte, dann lande ich im Paradies. Das ist eine andere Software, die da läuft. Egal, wie man sie finden möchte. Aber das ist dann am Boden eine strategische, kann ein strategisches Plus sein. Ich finde, das wird aber überbewertet. Also so dieser religiöse Faktor ist nicht, denke ich, nicht der entscheidendste. Ich glaube nicht mal bei islamistisch motivierten Kämpfern. Ich denke eher dieses, das Land verteidigen. Tatsächlich das Land verteidigen. So ein Land, also der Libanon hat seit Jahrzehnten sehr viele Erfahrungen gemacht mit israelischer militärischer Gewalt. Der Südlibanon war 18 Jahre besetzt, in einigen Gebieten 22 Jahre. Die Leute wissen, was das heißt. So. Und es ist ganz klar, also alles bloß das nicht nochmal. Ich denke, das ist viel wichtiger als dieses Paradies. Aber was ich sagen möchte, ist, wir sehen das jetzt auch gerade, was Syrien zum Beispiel angeht. Man darf das nicht unterschätzen. Da hat das mit sehr gestellten, erfahrenen Menschen zu tun, die immer auch Soldaten sind. Und die kriegt man einfach nicht platt gemacht. Da muss sich die israelische und damit auch die amerikanische Außenpolitik, die ja zusammengehört, die stimmt sich ja immer ab. Man spielt manchmal guter und schlechter Bulle, aber keiner tut etwas, ohne dass der andere davon Bescheid weiß. Manchmal muss er so tun, als hätte er keine Ahnung, damit er wieder, dass der andere was gemacht hat. Er muss eingreifen, das ist alles eine Taktik natürlich. Aber ist diese Art Politik zu machen, gehört das Ihrer Meinung nach der Vergangenheit an, weil das durchschaubar geworden ist, auch durch den Informationskrieg, der ja parallel läuft? Das Monopol ist hier ja auch gefallen. Hat das was damit zu tun? Ja, das ist sicher ein Faktor, aber nur einer. Ich würde auch nicht sagen, jetzt der wichtigste oder so, aber es ist ein Faktor. Also ich denke, ich sehe schon, dass die Situation überall im Umbruch ist und besonders auch in der arabischen Welt. Und ich denke, die USA hat da sehr viel Einfluss verloren in den letzten Jahren. Die Schwächung ist schon deutlich sichtbar und die wird weitergehen. Und es zeichnet sich ja zum Beispiel ab in Syrien, dass diese Allianz aus Imperialisten und Islamisten, so nenne ich das jetzt mal, dass sie den Krieg verlieren. Und das hat ja dann auch bedeutende Folgen. Also dieser ganze Versuch, die arabischen Aufstände umzudrehen, also in so eine pro-imperialistische Regime-Change-Kampagne, so Libyen und Syrien, das geht ja nicht auf. Und es, das hat dann auch große Folgen. Und ich denke auch, das wird Israel... Aber ich schaue mir das immer aus der Seite der Medien an. Ich meine, Marshall McLuhan muss ich immer wieder nennen, der hat ja schon in seinen 50er, 60er Jahren gesagt, was passieren wird, wenn der Staat sein Informationsmonopol verliert. Also wenn das Internet entsteht. In diesen Büchern fällt schon ein Wort wie Facebook. Der hat schon gesagt, dann werden soziale Netzwerke, und das ist ja praktisch ein zentrales Nervensystem, wenn das zusammengeschaut. Und da entsteht ein Bewusstsein, ein globales Bewusstsein, und das verselbstständigt sich. Ich glaube, das muss man immer auf das Ganze übertragen. Wie geht denn das? Wir sehen es im arabischen Frühling, wir sehen es jetzt in der Türkei. Solidarität kann man nur global erzeugen, indem man sich zu verschaltet. Das hat ja auch eine Hoffnung, bringt es ja auch hin, weil jemand, der sich so verrannt hat, wie Israel das offensichtlich ja getan hat, und auch die Vereinigten Staaten mit ihrer Politik, es ist auch eine sehr amerikanische Politik, muss man dazu sagen, nämlich einfach mal, wir schießen und fragen wir nach, wenn da noch jemand antworten kann. Wenn diese Politik nicht mehr aufgeht, weil die Menschen zu Bescheid wissen, dann muss man ja neue Wege gehen. Lassen Sie uns mal auf die aktuelle Verkaufe angehen. Also Südafrika hat immer sich als Urlaubsparadies verkauft und so, dass es dort Apartheid gab, darauf hat man nicht gesprochen, sondern das war einfach tolles Wetter und gab eine super Party. Welche Taktik fährt im Moment Israel, damit man dahin fährt? Und was glauben Sie, wie wird Israel seine Taktik ändern müssen, damit das Land noch besucht wird? Also es gibt so zwei Schwerpunkte. Das eine ist auch so Party und Tel Aviv und die Strände und toll und dann auch so, wir sind so liberal und es ist alles so offen. So. Und das zweite ist schon auch so dieser religiöse
Tourismus, also dieses Jerusalem, da wird dann die Stadt Davids wieder aufgebaut, obwohl es die da historisch überhaupt nie gegeben hat. Aber so, das befriedigt so ein Bedürfnis nach so Mythen in der Realität. Also, dass man dann auf die biblischen Wege gehen kann, die es zwar so nie gegeben hat, aber egal, dass viele finden das dann toll. So, Ist es es eine gibt Art diese Disneyland? beiden. Ja, es ist eine Art Disneyland. Also, so kritische israelische Archäologen sagen das auch so. Da wird eine Art biblisches Disneyland aufgebaut. Und es gibt tatsächlich viele Leute, die finden das gut. Also, Warum hat Deutschland so wenig Distanz zu einem offensichtlich rassistischen Staat? ja, weil unsere Oberen aus ihren eigenen strategischen Interessen da Hand in Hand gehen. Also so, dass die ziehen da am selben Strang. Und unsere Oberen entscheiden ja nicht nach Moral oder was weiß ich, Recht und Gerechtigkeit oder Wahrheit oder so. Da geht es um strategische Interessen. Und die liegen halt an der Seite Israels. Und dass die Politik dann von Doppelmoral bestimmt wird, das ist ja nicht erst seit dem Fall Israel bekannt. So. Wie glauben Sie, wird das in der deutschen Bevölkerung wahrgenommen, dieser Konflikt und der wirkliche Status quo gegenüber dem Status quo, der durch die Massenmedien uns verkauft wird? Ich glaube, es gibt da eine große Kluft. Also ich glaube schon, dass Leute viel auch die Nase voll haben von dieser Manipulation und dass die nicht mehr so greift wie früher. Also, dass es ein Bedürfnis gibt bei Leuten auch mal anders was darüber zu erfahren. Ich habe diese Erfahrung gemacht, wenn ich mit welchen über mein Buch geredet habe, auch Leuten, die nicht so politisch sind oder nicht so viel Ahnung haben oder nicht so in der Szene drin sind. Die fanden es immer sehr spannend, wenn sie gehört haben, dass ich das unter dem Blickpunkt Siedlerkolonialismus mache. So. Und bei denen hat das unmittelbar die richtigen Assoziationen ausgelöst, ne? So dass sie sagten, ach, das ist ja wie in den USA damals mit den Indianern oder so. Also ja. Lassen Sie uns mal über Frieden reden. Frieden. Frieden. Wenn man Ihr Buch liest und wenn man sich so intensiv wie Sie beschäftigt damit, dann kann man so ein Buch hier auch, glaube ich, nur zu Ende schreiben. Jedenfalls Sie haben es getan, wenn am Ende eine Option, eine Hoffnung, und da ist Frieden natürlich ein ganz wesentlicher Impuls. Wie würde für Sie denn Frieden aussehen? Jetzt kann man sagen, ja, Sie sind unbeteiligt, vielleicht deswegen sind Sie perfekt geeignet dafür, weil Sie unparteiisch sind. Sie kennen Ich das bin ja Land, nicht ja, aber ja, unparteiisch. Sie sind, ja, ich will mal so sagen, Sie sind. Wie soll ich das ausdrücken? Also, wenn man im Land ist, dann ist man parteiisch, weil man im Land ist, ist man außerhalb des Landes, ist man deswegen, hat man keine Ahnung, weil man außerhalb ist. Sie haben sich damit beschäftigt und sind von daher für mich unparteiisch, weil Sie das auch als aus einem historischen Standpunkt sehen. Wie würde bei Ihnen oder wie würden Sie Frieden zwischen Israel und Palästinensern, wie würden Sie das realisieren? Sie dürfen jetzt mal schalten und walten. Und Sie haben dann die Möglichkeit, Sie können dann schalten und walten und nach 25 Jahren, Ihre Idee wird umgesetzt und 25 Jahre später fragen Sie mal rück. So lange muss man das erstmal durchziehen. Ja, ich denke, die Grundlage für Frieden ist die Wiederherstellung der Gerechtigkeit. Und zwar für alle Palästinenser, die vom Zionismus betroffen waren. Also das heißt als allererstes die Rückkehr der 48 vertriebenen Palästinenser. Das ist das absolute Minimum. Das muss passieren. Also nochmal, alle, die 48 vertrieben Und wurden ihre sollen, Nachkommen, ja. und die nach, aber das sind ja ganz schön viele. Ja, also ungefähr 6,5 Millionen, ja. Aber dann Und die bleibt ja von müssen Israel nicht zurück. mehr viel übrig. Naja, also wir reden jetzt mal darüber, was notwendig ist, um Frieden herzustellen. Und Frieden ohne Gerechtigkeit geht nicht, das kann man schon mal sagen. Die Mehrheit der palästinensischen Bevölkerung lebt außerhalb Palästinas als Flüchtlinge. Das ist mal so. Die 40% in der Westbank sind Flüchtlinge. Drei Viertel der Bevölkerung in Gaza sind Flüchtlinge. So. Und deren Orientierung ist noch immer zu ihrem alten Land und ihren Häusern. So. Also Rückkehr heißt auch Rückkehr zu ihren Herkunftsorten. Das ist im internationalen Recht festgelegt. Rückkehr zu den Herkunftsorten und Entschädigung. So, das ist Minimum. So, das ist die erste Grundlage. Dann muss Könnte man natürlich das sagen, also wie wir es in Deutschland gemacht haben, Rückgabe vor Entschädigung? Ist das das? beides. Rückgabe und Entschädigung. Okay. So. Und der zweite Punkt ist der, dass natürlich die Apartheidsstruktur innerhalb der grünen Linie gegenüber den Palästinensern aufgehoben werden muss. Ja. Und das dritte ist die Aufhebung der militärischen Besatzung und der Kolonisierung der Westbank und der Abriegelung des Gazastreifens. Das sind auch die drei Forderungen, die die palästinensische BDS-Kampagne, also Boykott, Disinvestment, Sanktionen-Kampagne, die es seit 2005 gibt, die von über 170 palästinensischen Organisationen unterstützt wird. Das sind dieselben drei Forderungen, die diese Kampagne stellt. So, das ist Was ist mit die der Mauer, Grundlage die es für ja auch gibt? Frieden. Was ist mit der Mauer, die es Naja, die gehört ja zu dieser Kolonisierungsstruktur in der Westbank. Die muss natürlich auch weg. Können Das Sie mal, versteht viele sich wissen ja. nicht, dass es dort eine Mauer gibt und die Nein, Größenordnung ist vielen nicht bekannt.
Achso, ich dachte, das wäre noch relativ bekannt. Die Mauer ist 8 Meter hoch und zieht sich an der ganzen Grenze der Westbank entlang, aber nicht an der grünen Linie, also an der Waffenstillstandslinie von 1949, sondern sie greift tief in palästinensisches Gebiet ein, an einigen Stellen 22 Kilometer. Da werden große Teile der Westbank durch den Bau dieser Mauer annektiert, faktisch annektiert, auf die israelische Seite rübergenommen. Und ein großer Teil der Siedlungen, die jetzt in der Westbank sind, werden durch die Mauer dem Staatsterritorium Israels einverleibt. Der Großteil der palästinensischen Wasserressourcen wird dadurch Israel zugeschlagen. Und die Palästinenser werden durch die Art, wie die Mauer gebaut wird, in drei Enklaven, also voneinander abgetrennten Enklaven in der Westbank, eingeschlossen, ghettoisiert im Grunde. So, das ist die Mauer. Und das muss natürlich weg. Alle paar Meter gibt es auch einen Wachturm. Ja, natürlich, es gibt da noch Wachtürme und es geht noch drüber hinaus. Also zu beiden Seiten der Mauer gibt es auch jeweils Sicherheitszonen. Also so ein gewisser Abstand, der dann eingehalten werden muss. So Zonen, die nicht betreten werden dürfen. Und Oder natürlich nur von gibt es dann Juden auch. Betreten werden dürfen. Ja, natürlich, klar. Also es gibt ja sowieso auch darüber hinaus in der Westbank ein ganzes Netz von Straßen, die nur von jüdischen Israelis betreten und Steht da auch befahren dann werden. Jews only, oder? Nee, nee, natürlich nicht. Also das ist ja der Unterschied zwischen Israel und Südafrika. In Südafrika war das immer alles ganz klar und ganz transparent. Also Südafrika hat ganz klar gesagt, rassistische Segregation, Trennung, Whites only. Israel macht das nicht. So, da wird das immer so indirekt gemacht. So, also da wird dann, also es gibt, das zitiere ich in meinem Buch, dieses Beispiel Shulamit Aloni, so eine kritische Israelin, die hat das mal erlebt in der Westbank, dass Soldaten einen Palästinenser angehalten haben, der mit seinem Auto auf einer Straße unterwegs war, die eine Jews only, also nur für Judenstraße war. So, dann haben sie ihn angehalten und ihm ein Bußgeld aufgebrummt und dann hat Shulamit mit Aloni sich eingemischt und gesagt, ja, woher sollte er das denn wissen? Es steht ja hier nirgendwo ein Schild. So. Und dann sagte der Soldat, ja, der muss es aber wissen. Es ist seine Pflicht als Palästinenser, er muss es wissen. Oder sollen wir hier Schilder aufstellen, wo das draufsteht? Und dann kommen westliche antisemitische Journalisten und schreiben, das ist hier Apartheid. So. Also es wird immer versucht, das Ganze so indirekt zu machen und so zu verschleiern. Aber von der Struktur ist es ja trotzdem dasselbe. Es wird halt nicht offen gesagt. Das macht es halt für die westliche Öffentlichkeit manchmal ein bisschen schwerer, das so wahrzunehmen. Aber wenn die ganzen Palästinenser zurückkehren, wenn ihre Ja. Idee durchgesetzt wird, dann wird es ja schwer für einen demokratischen Staat, der parallel ein jüdischer Staat bleiben Ja, nein, möchte, dort die natürlich. Mehrheit zu stellen. Er kann dann nur Minderheit sein. Sie müssen doch Verständnis dafür haben, dass viele Juden oder Zionisten sagen, da haben wir Angst davor. Weil das ist ja in der ganzen Welt die Minderheit. Das ist ja genau das, was wir nicht wollten. Wir wollten ja mal in einem Staat die Mehrheit sein. Was sagen Sie denn auf so ein Argument? Das ist ja nicht aufgegangen. Also es gibt ja keinen Staat in der Welt, wo Juden heute so unsicher leben wie in Israel. Das Das ist ja würden mal Juden so. jetzt aber widersprechen, sagen, ich lebe sehr gut in Tel Aviv. Ja, das kann ja sein, dass es Einzelne so sagen. Trotzdem ist es ja, das Gesamtphänomen ist ja anders. Also wenn seit 2006, also speziell mal seit dem Krieg gegen den Libanon, eine unglaublich hohe Zahl von jüdischen Israelis ausländische Pässe beantragt hat oder das Land verlassen hat, dann ist es eine Reaktion auf eine bestimmte Dynamik, auf eine bestimmte Angst. Also wenn Israel Krieg führt mittlerweile, haben die Widerstandsorganisation auch Waffen, die Israel Probleme machen können. Wenn dann Raketen in Israel niedergehen, dann kommt die israelische Bevölkerung nicht damit klar. Also so, sie sind zwar bereit, viel Gewalt gegen die Palästinenser einzusetzen, aber sie können nicht einen Bruchteil der Gewalt selber ertragen. So. Und das ist schon ein Problem. So. Ich sehe natürlich, dass es eine große Indoktrinierung gibt und dass es auch tatsächliche Angst gibt bei jüdischen Israelis. Das will ich auch mal respektieren, zum Teil auch aus der Geschichte. Aber ich denke, es ist der falsche Weg. So. Sollten oder werden Ihrer Meinung nach die Israelis früher oder später dieses koloniale Projekt aufgeben? Sie werden es müssen, da bin ich mir ziemlich sicher. Also es gibt ja seit 2002 in verstärktem Maße, seit 2007 diese Debatte zwischen Palästinensern und antizionistischen Israelis, das ist ganz neu, und Aktivisten der internationalen Bewegung über eine Lösung, die da ein demokratischer, säkularer Staat auf dem Boden des gesamten historischen Palästinas wäre. So, also dass jüdische Israelis und christliche und muslimische Palästinenser gleichberechtigt zusammenleben. Das Projekt gibt es so und das wird diskutiert. So. Und anders als früher, die
PLO-Charta oder diese alten Vorstellungen vom demokratischen Staat. Heute wird das gemeinsam mit jüdischen Israelis entwickelt. So. Und es gibt ein Angebot da drin an die jüdisch-israelische Bevölkerung, in dem Land zu bleiben und mit den Palästinensern zusammenzuleben. Mhm. Also keiner muss Angst haben, er wird dann vertrieben. So, sondern es gibt das Angebot, wir sind bereit, also mit euch zusammenzuleben, obwohl ihr als Siedler gekommen seid, obwohl ihr eigentlich unsere Kolonialherren lange wart. Mhm. Wenn ihr eure kolonialen Privilegien aufgebt, sind wir auch bereit, euch zu verzeihen. Mhm. Und mit Was euch müssten denn die Palästinenser im Gegenzug aufgeben? Zurück zu Palästina wie vor 1917? Ja, genau. Also dieses Palästina Status Quo Ante. Also mhm. so, es gab ja diese PLO-Charta, die gesagt hat, demokratisches, säkulares Palästina, in dem Juden, Christen und Muslime zusammenleben. Sie haben aber als palästinensische Juden nur die anerkannt, die vor dem Beginn der zionistischen Kolonisierung da gelebt haben. Es blieb also immer unklar. Ne? Also ja. so, es wurde dann zwar gesagt, nein, wir werden niemanden vertreiben, aber es war nicht wirklich klar. So. Und ich denke, heute ist das so, indem das antizionistische Israelis und Palästinenser zusammen entwickeln, ist ganz klar so. Palästina, sagen die auch so, Palästina ist das Land von all denen, die jetzt da leben. Also es wird so, die Situation, die entstanden ist durch 130 Jahre Kolonisierung, die wird als gegeben mal angenommen. Es ist jetzt so. Es leben da jetzt ungefähr 6 Millionen jüdische Israelis. Es leben insgesamt ungefähr genauso viel Palästinenser dort. Und es leben über 6 Millionen außerhalb. Mhm. So. Und all denen gehört das Land. So. Die draußen sind, kommen zurück. Und die bilden dann zusammen so eine neue Grundlage. Wie wird dieser Staat denn heißen? Palistrael? Ja, es gibt Israel-Palästina, Israel-Palästina oder so. Ja, es gibt diese Vorstellung, aber ich finde das gut, wie Ilan Pape das macht, der Trend zwischen dem Namen des Landes und dem Namen des Staates. Und das Land ist Palästina und der Staat ist Israel. Mhm. Und ich finde das eigentlich auch richtig, wie Yoav Bar das sagt, das ist ein jüdischer Israeli, der antizionistischen palästinensischen Organisation Abna al-Balad, die mhm. innerhalb der grünen Linie sind, sich angeschlossen hat, der sagt, das Land wird dann ganz klar Palästina heißen, weil Israel, dieser Name Israel, ist ja Ausdruck dieses kolonialen Projekts. Was halten Sie denn von dem Namen Pisrael? Nee, ich finde diese, also ich finde diese Zusammenziehung nicht richtig, ja. weil ich denke, Israel ist der Ausdruck, die Verkörperung des Zionismus. Mhm. Und der Zionismus ist ein koloniales Projekt. Ja. So. Und von daher denke ich schon, dieser Staat Israel mitsamt seinem Namen ist ein Ausdruck von was Kolonialem. Mhm. Und man kann das nicht zusammenziehen, dann, also mit ja. der einheimischen Bevölkerung. Ja. Also wie wenn man sagen würde, Frankreich, Algerien damals, ne? Also vor der Befreiung, wenn man so eine Mischform gemacht hätte, ja. Algerreich oder ja, so, ja. das finde ich entspricht nicht dem Herrschaftsverhältnis. Es ist ein koloniales Herrschaftsverhältnis okay. und da gibt es keine Verbindung. Mhm. Ja. Mhm. Wie in Ihrem Buch wird ja hinten diese Vision auch gezeigt. Das finde ich sehr schön, dass man, das ist auch der Punkt, wo man sich dann kloppen kann, sage ich jetzt mal. Weil wenn es so einfach wäre, dann hätte man ja, aber vielleicht ist es so einfach. Welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang diese Rabbis for Peace oder Electronic Intifada? Gehören Sie zu ganz wenigen Menschen, die so denken? Oder sagen Sie, nö, da gibt es immer mehr Menschen, die sagen, ja, das wollen wir machen. Das sind Rabbis for Peace, das ist Electronic Intifada. Die denken ganz progressiv an diesem neuen Projekt. Ich denke, am schwierigsten ist es für jüdische Israelis, sich darauf einzulassen. Also bei den Palästinensern ist das absolut mehrheitsfähig. Also die Palästinenser außerhalb, die Flüchtlinge sind natürlich sowieso für die Einstaatlösung, weil das ist die Voraussetzung für die Rückkehr. So. Innerhalb der grünen Linie ist die Mehrheit der Palästinenser auch dafür und sogar in den 67 besetzten Gebieten, wenn es ein demokratischer Einheitsstaat wird und kein binationaler. Bei jüdischen Israelis ist es eine Minderheit, das muss man ganz klar sagen, die dafür ist. Aber immerhin gibt es diese Minderheit mittlerweile. So, das sind so marginale Gruppen wie Rabbis for Peace, dann Sochrot, diese Organisation, die es seit 2002 gibt, die sich der Aufarbeitung der Nakba widmet.
dann Komitee gegen die Häuserzerstörung, Jeff Halper und so. Es gibt einzelne Organisationen, die für diese Einstaatlösung eintreten. Aber es ist natürlich für jede, also wie immer, wenn es um Privilegien gibt, möchte die niemand freiwillig aufgeben. Und die jüdisch-israelische Bevölkerung ist ja eine, die koloniale Privilegien genießt. Also jeder jüdische Israeli, mal von seiner Situation her, hat Privilegien, die er dann aufgeben müsste. Das ist ein Problem. So. Und das andere Problem ist natürlich diese sehr starke Indoktrinierung und diese sehr starke Zuspitzung von dem Konflikt. Jüdische Israelis tun sich schwer damit, das so loszulassen und die Rechte der Palästinenser anzuerkennen. Mhm. Deswegen wird es ein langer Weg sein, also so das so durchzusetzen. Mhm. Und ich denke, es wird eher so eine Dynamik sein wie in Südafrika. Da war auch die Minderheit der weißen Bevölkerung bis zum Schluss gegen die Aufhebung der Apartheid. Also das waren immer irgendwas 3-4%, die sich an die Seite der Schwarzen gestellt haben. Und in Israel ist das so ähnlich, so von den Verhältnissen. Also nochmal, Sie sind für diesen einen großen demokratischen Staat, in dem alle, die jetzt da sind, bleiben dürfen und die, die draußen sind, dürfen zuziehen. Und die sind dann alles eben Bürger Palästinas unter dem Staatsbegriff Israel. Nein, nicht unter dem Staatsbegriff Israel. Unter dem Staatsbegriff? Also demokratischer, säkularer Staat setzt voraus die Überwindung des Zionismus. Hm. Das geht nicht zusammen. Also Zionismus ist ein siedlerkolonialistisches Projekt. Ja, das habe ich verstanden. Aber wie würden Sie den Staat nennen? Geht das nicht. Wie würden Sie den Staat nennen? Sag ich ja, Palästina. Es wird dann das historische Palästina und das wird es wieder sein. Hm. Und also wo diese gesamte Bevölkerung, die da jetzt lebt, plus die Flüchtlinge, so eine neue sowas Neues aufbauen. Mhm. Aber das heißt, alles, was mit Zionismus zu tun hat, muss weg. Also seien es irgendwie die Gesetze, die rassistischen Gesetze, sei es die Apartheid-Infrastruktur, also so Straßen nur für Juden oder Mauer oder sowas. Und auch die Ideologie muss natürlich überwunden werden. So. Also die Entzionisierung ist die Basis, um diesen Staat überhaupt für alle Bürger demokratisch zu organisieren. Bei der Demokratie ist es nun mal so, dass die Mehrheit entscheidet. Die Israelis sind da relativ schnell nicht mehr die Mehrheit. Warum sollten die sich darauf einlassen? Was kriegen sie denn dafür? Ja, naja, sie werden sich, also das kommt dann auf die internationale Dynamik an. Ne? Mhm. Also dieses. Aber was würden Sie einem Israeli sagen, was er dafür kriegt, außer das Druck auf vielleicht dauerhaften Frieden? Seelenfrieden zum Beispiel. Also es gibt ja immer mehr kritische jüdische Israelis, die auch einsehen, wie zerstörerisch diese koloniale Situation für die israelische Gesellschaft selber ist. Mhm. Also Albert Memmi sagt, Kolonialismus zerstört nicht nur die Kolonisierten, sondern auch die Kolonialisten, wenn auf eine völlig andere Art und Weise. Also dieses, die Gewalt, die permanent gegen die kolonisierte Bevölkerung ausgeübt wird, die schlägt zurück auf die koloniale Gesellschaft. Mhm. Also das Ausmaß an Brutalisierung innerhalb der jüdisch-israelischen Bevölkerung, das Ausmaß an Gewalt, das ist sehr hoch. Der Rassismus, der nach außen gelebt wird, kommt auch nach innen. Kommt auch zurück, genau. Also so Rassist sein heißt Rassist sein. Also da wird dann nicht unterschieden, Palästinenser ja und Afrikaner nicht, weil sie Juden sind. Ja. Also der Rassismus innerhalb der jüdisch-israelischen Gesellschaft ist auch sehr hoch. Also, da geht es dann auch so, ich möchte nicht neben einem Araber wohnen, damit hätte man noch rechnen können, aber ich möchte auch nicht neben einem Homosexuellen wohnen. Das geht dann auch, oder neben einem Menschen aus Äthiopien, der behauptet, Jude zu sein, das ist mir alles unsympathisch. Ja, genau. Die Gesellschaft wird negativ von dieser Situation beeinflusst und dann dieses die zerstörerische Wirkung dieser ständig verdrängten Vergangenheit. So, es gab zum Beispiel 2004 eine Erklärung, die sogenannte Olga-Erklärung, die von über 100 israelischen Intellektuellen unterzeichnet wurde. Und da sagen sie, es ist total notwendig, die Gerechtigkeit wiederherzustellen und das Recht auf Rückkehr gehört dazu, damit auch jüdische Israelis spirituell heilen können und von den Dämonen der Vergangenheit erlöst werden können. So. Also es gibt solche, immer mehr solche Kreise, die das einsehen. Oder ganz beeindruckend, eine Philosophieprofessorin Ariella Azulay hat auf einer Sochrot-Konferenz gesagt, dass Israel in dem Moment, wo es die einheimische Bevölkerung vertrieben hat, vor seiner Gründung, ein illegitimer Staat geworden ist. Und dass auch jüdische Israelis da eigentlich gar nicht leben können. Und dass der Zionismus auch sie als jüdische Israelis in eine unmögliche Situation bringt, weil sie gar nicht wissen, was sie ihren Kindern sagen sollen. Mhm. Sollen sie ihnen sagen, der Staat ist aufgebaut auf den Trümmern der palästinensischen Dörfer, so, dann hassen die den Staat. Wenn sie es ihnen nicht sagen und sie erfahren es irgendwann, dann hassen sie den Staat auch. So. Und sie sagt, wie sie es auch drehen und wenden, es gibt für sie eigentlich keine Lösung, ohne dass die Flüchtlinge zurückkehren. Erst dann können auch sie als jüdische Israelis da richtig leben. Mhm. So. Und sie sagt, deswegen ist es nötig,
dass die Flüchtlinge zurückkommen, und sie bittet sie auch darum, sie bittet sie um Verzeihung und sie bittet sie darum, bereit zu sein, mit den jüdischen Israelis zusammenzuleben. Das ist ein Prozess. Das sind neue, ja, und das sind neue Tendenzen in der jüdisch-israelischen Bevölkerung. Das gibt es erst so seit den letzten 10 Jahren. Mhm. So. Und das halte ich für bedeutend, und das haben jüdische Israelis zu gewinnen, dass sie nicht mehr Kolonialherren sein müssen. Das ist auch eine Last. Und sich und ihren Nachkommen etwas vormachen. Ja, genau. Mhm. Und sie können dann endlich auch in der Region ankommen, weil solange sie Kolonialisten sind, werden sie dann nicht akzeptiert werden. Also spätestens die arabischen Aufstände haben das wieder gezeigt. Ja. Also Kairo, Stürme auf die israelische Botschaft und sonst wie. Ja. So, und die können in der Region erst ankommen und akzeptiert werden, wenn sie aufhören, Kolonialisten zu sein und auf der Basis von gleichen Rechten mit den Palästinensern leben. Und Frau Wild, ich möchte ein Zitat aus Ihrem Buch bringen von Ghada Kami. Er schreibt, der Zionismus wird dem Recht auf Rückkehr niemals einen Platz einräumen, also müssen wir die Idee vergessen, dem Zionismus einen Platz einzuräumen. Das ist auch eine harte Ansage. Das heißt, man kann mit dem Zionismus, mit dieser Art von Rassismus ja auch nicht verhandeln. Also der Zionismus ist für Sie demnach auch nicht verhandelbar. Das ist wie Kolonialismus. Das ist ja auch nicht verhandelbar. Mhm. Also das muss man mal ernst nehmen. Mhm. Zionismus als ein Ausdruck des europäischen Kolonialismus. Spezifisch Siedlerkolonialismus. Lassen Sie uns noch einen Schritt in die Zukunft gehen, dann müssten ja auch neue Geschichtsbücher geschrieben werden, weil wir neulich auch festgestellt haben, als wir die Kollegen hier hatten aus München, die den Film gemacht haben, wir weigern uns Feinde zu sein. Die Idee, die zu diesem Film die Inspirationsquelle war, als sie festgestellt haben, dass israelische Historiker festgestellt haben, dass sowohl die arabische Seite als auch die palästinensische Seite, auch als die israelische Seite Schulbücher, was die Geschichte angeht, haben, in der die Geschichte der anderen gar nicht vorkommt. Also bei den Israelis gibt es die Nachbarn nicht und bei den Palästinensern gibt es den Holocaust nicht. Würden Sie auch dafür blieben, auch in den Schulen anzufangen und die Geschichte mit allen ihren dunklen Flecken eben in die Bücher reinzuschreiben? Ja, so hat das angefangen, das ist daraus geworden, und lasst uns jetzt eine gemeinsame Zukunft machen. Also ich finde das schwierig. Ich denke, die Hauptsache ist, das koloniale Herrschaftsverhältnis abzuschaffen. Ich denke, alles andere kann auch danach kommen oder kann meinetwegen auch schon parallel oder vorher kommen. Aber ich denke, das ist nicht das Entscheidende. Mhm. Das Entscheidende ist nicht die Dinge. Aber das bedeutet ja ein Bekennen bis in die Schulunterricht hinein. Das fände ich vielleicht wichtig. Also wenn das Aufgeben eines solchen Projektes oder das Zugeben, das war ein rassistisches Projekt, wenn das in den neuen Schulbüchern drin steht, dann ist es ja da haben wir einen Fehler gemacht, ein Eingeständnis, und beide sagen, und das ist ja auch sowas wie eine Opferversöhnungsmentalität. Ja, 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 so war das, ja, das bereuen wir legen es eben offen, wir schreiben uns das nicht schön weg oder wir lassen es auch nicht weg nach dem Motto, ist nicht so wichtig, sondern wir wissen, dass ihr davon wisst, und die ihr noch nicht davon wisst, ihr sollt wissen, dass wir uns dazu bekennen und euch das wissen lassen. Ja, gut, so ja. So fände ich das einen guten Start. Ja. So. Mhm. Glauben Sie, dass Sie das noch erleben werden? Ja, ich bin mir sicher. Ja? Ich bin mir ganz sicher. Mhm. Also ich sehe, dass die arabische Region total in Bewegung ist. Das ist so eine Sache. Und viel davon kriegen wir hier gar nicht mit. Also ich meine, der arabische Frühling ist nicht wirklich vorbei. Also ich meine, diese Phase der Aufstände ist erstmal vorbei. Mhm. Aber es brodelt. Es ist so unter der Oberfläche befriedet. Aber die Kämpfe gehen da weiter. Also vor allem die Kämpfe sozioökonomischer Art. Und es brodelt da überall unter der Oberfläche. Und ich bin mir ziemlich sicher, also die nächste Runde der Aufstände kommt ganz bestimmt. So. Und die Region ist im Umbruch. Dann ist Israel in einer großen Krise. So. Und die Tendenz hält ja auch an. Also ich denke, diese Einwanderungs-Auswanderungsbalance, das wird weiter anhalten. So. Die nächsten Kriege sind irgendwie auch schon absehbar, sei es gegen Gaza oder gegen den Libanon. Und die wird dann Israel auch nicht gewinnen können. Also so, das bleibt alles so in Aufruhr und in Bewegung. Und ich bin mir sicher, dass sich da was tut. Ja, ja, ja. Frau Wild, Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, dieses Buch, was Sie hier geschrieben haben, das wäre vor 5 oder 6 Jahren so noch nicht möglich gewesen. Ja. Warum? Weil ich denke, es hat sich in den letzten Jahren, also eigentlich seit der zweiten Intifada, auch hierzulande einiges getan an Bewusstwerdung, an Aufklärung, an Reflexionsprozessen. Also ich kann mich erinnern, während der zweiten Intifada, da war noch so diese Verschrecktheit, bei vielen sehr groß, sich mit dem Thema nicht befassen zu wollen, also wegen Antisemitismus. Ja. So, also die Linke war komplett pro-israelisch zu dem Zeitpunkt zum Beispiel. Und da ist in den letzten Jahren doch einiges aufgebrochen. So, deswegen denke ich, es war jetzt das richtige Buch zur richtigen Zeit. Mhm. Dass Sie, wenn Sie so ein Buch schreiben, was Sie hier geschrieben haben, machen Sie sich ja immer noch für eine
sehr starke zionistische Lobby überall auf der Welt, in Deutschland sowieso, da machen sie sich ja angreifbar. Sie haben mir gesagt, Sie haben die Position, Sie können das tun. Wie können Sie das erklären? Wieso können Sie sich das leisten? Ja, ich kann mir das leisten. Sowieso. Also in dem Sinn, ich bin in keine Institution eingebunden. Ich bin an keiner Uni, ich habe keinen Job, ich bin nicht in der Bundeszentrale für politische Bildung oder was weiß ich. Mhm. Das heißt, man kann Sie nicht rausschmeißen. Sinn, genau, in dem Sinn habe ich gar nichts zu verlieren. Sie sind ein unabhängiger Wissenschaftler. Ich bin Freiberuflerin, freiberufliche Wissenschaftlerin. Das bringt gewisse Probleme mit sich. Das hat Nachteile und es hat eben auch den Vorteil, dass ich so meiner Erkenntnis folgen kann. Ne? Ich mache das, was ich machen will. So, das war mir auch wichtig von Anfang an. Und ich folge dann rein meiner Erkenntnis. So, ich muss keine Rücksichten nehmen, aber die hätte ich sowieso auch nicht genommen. Mhm. So gesehen habe ich nichts zu verlieren, sondern... Gibt es eine Essenz, eine Erkenntnis, die Sie während der Arbeit an diesem Buch gesagt haben, das wusste ich so und das ist für mich jetzt ganz klar geworden, weil Sie beschäftigen sich sehr lange damit, Sie sprechen Arabisch, wo Sie sagen, das habe ich aus dem Buch selbst mitgenommen. Es gibt wirklich eine Erkenntnis und das ist die, dass mir klar geworden ist an der Arbeit zu dem Buch, welche Belastung dieser Siedlerkolonialismus auch für die jüdischen Israelis ist. Das ist eigentlich das, was die wichtigste Erkenntnis war. Also diese Sachen rund um Siedlerkolonialismus, Theorie und so, das war mir jetzt alles nicht so furchtbar neu. Oder auch diese ganzen konkreten Ausprägungen der israelischen Politik, das war alles nicht so was Wichtiges, Neues an Erkenntnis für mich. Aber was es mit jüdischen Israelis macht, das fand ich nochmal ganz interessant. So. Und deswegen denke ich auch, ne, eine Stadtlösung wäre auch für die Israelis nur total gut. Frau Wild, wir danken Ihnen ganz herzlich fürs Kommen. Ja, ich danke auch für die Einladung. Das war eine weitere Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser Gast war Petra Wild, Autorin des Buches Apartheid und ethnische Säuberung in Palästina, der zionistische Siedlerkolonialismus in Wort und Tat. Ein langer Titel. Ich kann nur dringend raten, dieses Buch zu lesen, denn auch wenn man sich mit diesem Thema sehr intensiv beschäftigt hat, auch ich habe da eine ganze Menge dazugelernt. Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der